Sportschau Live, der DFB-Pokal mit Lisa Tellers. Hallo und willkommen zurück zu Sportschau Live, heute mit einer Sonderedition, denn die erste Runde im DFB-Pokal steht an und diese erste Runde ist wirklich speziell. Gestern haben wir es schon gespürt, Sandhausen besiegt Hannover 96 und Saarbrücken gewinnt gegen den Karlsruher SC. Zwei Überraschungen gab es also schon, heute können weitere folgen. Hier läuft jetzt bis in den Abend hinein der DFB-Pokal, alle Spiele live im Einzelstream oder in der Konferenz, also legen wir einfach los. Und wir fangen erstmal etwas entspannt an diesem XXL-Fußball-Samstag. Zwei Spiele gibt's heute zum Start, aber auch eben mit Stolperpotenzial. Denn Carl Zeiss Jena empfängt die Hertha aus Berlin und die TSG Balingen hat den VfB Stuttgart zu Gast. Burkhard Hupe stimmt uns jetzt schon mal auf diesen Tag ein. Pokal ist, wenn die Großen noch ein bisschen verschlafen sind und die Kleinen ihnen frech und laut ins Gesicht lachen. Pokal ist, wenn die Kleinen im Glück ertrinken, weil die Großen ziemlich abgesoffen sind. Hamburg! Hamburg ist K.O.! Hamburg ist K.O.! Pokal ist, wenn sich jeder an den VfB Eppingen erinnert und an einen Mann, der auf den Namen Gerd Störzer hört. Und der HSV war natürlich haushoher Favorit und wir haben dann das Kunststück fertiggebracht, den HSV mit 2:1 wieder nach Hause zu schicken. Das war die erste große Pokalsensation. Pokal ist, wenn nur noch das Elfmeterschießen bleibt und die Radioreporter sich selbst übertreffen. Happal gegen Schafschess auf alles pfeift, Happal läuft an und er hält! Der Happal, den verlassen die Nerven und der Russe bleibt stehen! Wie Lenin auf dem roten Platz. Pokal ist, nun ja, mitunter einfach Wahnsinn. Auf Tobi, Jannicke! Heute ist Pokal. Zum Beispiel in Gütersloh, in Ottensen, in Oberneuland, in Delmenhorst, in Jena oder in Balingen. Und natürlich auch bei uns. Und genau mit diesem Balingen fangen wir nämlich jetzt an. Es ist eine Premiere für die TSG Balingen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielen sie im DFB-Pokal und das gegen den Bundesligisten aus Stuttgart. Auch für den Trainer der Balinger, Martin Braun, heute was ganz Besonderes. Also es hätte eigentlich nur höchstens noch Bayern und Dortmund geben können. Aber vom Ganzen ist es für uns wirklich eine richtig tolle Partie, weil ich behaupte mal, dass ganz viele Menschen im Zollernalbkreis sind VfB-Fans. Und die haben jetzt natürlich das schöne Spiel, dass sie eigentlich für beide Mannschaften sein können und sich freuen, egal wer gewinnt. Ja, für den Regionalligisten also das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Spürt man das vor dem Anpfiff an Katrin Rosen? Absolut, und schon die ersten Überraschungen gab es ja gestern. Und die Balinger, die glauben im Schwabenduell natürlich an ihre Chance. Das sagt auch Abwehrspieler Matthias Schmitz. Der Respekt vor der Mannschaft vom VfB Stuttgart ist schon groß bei uns. Aber ich glaube, in den 19 Minuten kann man das gut ausblenden. Und da geht man in seinen Zweikampf rein und möchte den gewinnen. Und wenn es gut ausgeht, gewinnt man auch. Ja, also die glauben an den Sieg an Katrin und dem VfB, dem fehlen heute 8 Spieler. Der Gegner kann quasi in Bestbesetzung heute antreten. Ist das die Chance also der Balinger? Ich habe es gerade schon gesagt, die Atmosphäre.
Das sagt Ann-Kathrin Rosen zum Schwabenduell TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und wir haben nochmal einen Viertligisten heute dabei. Carl Zeiss Jena hat den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC zu Gast und spielt in der heimischen Arena. Ganz bewusst so gewählt, denn das eigene Stadion ist mittlerweile eine Festung. Und das weiß auch Hertha-Trainer Pal Dardai. Ich kenne die Gegner, ich habe auch schon letztes Jahr hier live gesehen, organisierte Mannschaft, die auch zu Hause schon lange ungeschlagen sind und egal, was man hier erzählt und wie, das ist ein Pokalfight. Ja, Pokalfight, haben wir nichts gegen, oder? Wie viel Pokallust und vielleicht auch Derby-Charakter spürt man denn in Jena, Jeremias Diehl? Also es sind 12.000 Zuschauer ins Ernst-Appel-Sportfeld gekommen. Es ist eine prächtige Stimmung, 1.500 aus Berlin dabei, alle in Weiß. Ja, und man freut sich natürlich hier beim Regionalligisten, beim Vizemeister der Regionalliga Nordost bei Carl Zeiss Jena auf dieses sehr besondere Duell gegen die Hertha. Was hat sich Carl Zeiss Jena als Außenseiter denn heute für dieses Spiel vorgenommen? Ja, René Klingbeil hat gesagt, also wenn man 10-mal gegen die Hertha spielt, da verliert man 9-mal. Wir haben keine Chance und genau diese wollen sie nutzen. Er hat auch ein bisschen umgestellt, spielt normalerweise immer in der Viererkette oder fast immer und heute mal mit einem Libero, also mit einer Dreierkette beziehungsweise Fünferkette, mit einem doppelten Sturm. Zwei Neuzugänge hat er in die Startelf gestellt und will so die große Hertha, den Zweitligisten, ärgern. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Hertha hat jetzt nicht den besten Start erwischt. Ne? Also zwei Niederlagen zum Start. Pal Dardai sagt dazu Folgendes. Für mich ist es momentan, das ist Ergebniskrise und das ist ein gutes Spiel, was jetzt kommt. Da kann man auch die Trainer nicht da irgendetwas labern. Da kann die Spieler nicht labern. Da musst du Tore machen, damit du die gewinnst. Ja, so kennen wir ihn, den Pal Dardai. Einfach machen, nicht viel labern. Aber ich frage mich schon, wie selbstbewusst gehen die denn heute in diese Partie, Jeremias? Naja, sie sind natürlich der klare Favorit, abgestiegen aus der Bundesliga, kommen ja auch mit dem ein oder anderen ehemaligen Nationalspieler, zum Beispiel Suat Serdar, der steht heute in der Startformation auf den Platz. Also da ist die Qualität natürlich, die spricht auf jeden Fall für die Hertha, auch wenn man ja unglücklich gestartet ist. Er hat es ja angesprochen, eine Ergebniskrise. Aber vielleicht kann man sich ja eben genau bei so einem Spiel, bei toller Atmosphäre, bei einem Regionalligisten freischießen. Und das ist, glaube ich, das große Ziel für die Hertha. Alles andere zählt nicht. Vielen Dank dir. Also heute 2x vierte Liga TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart und gerade drüber gesprochen. Carl Zeiss Jena spielt gegen Hertha BSC. Das sind unsere ersten beiden Partien. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Wollt ihr lieber die Konferenz hören oder euch für ein Einzelspiel entscheiden? Ganz egal, ihr verpasst nichts. Alles live und in voller Länge jetzt bei uns. Ich bin Lisa Tellers und wünsche euch viel Spaß mit dem ersten Durchgang. Sportschau live. Der DFB-Pokal. Und jetzt die erste Halbzeit. Angesprochen. Joshua Eintress und Richter vorne im Sturm. Alles wartet nur noch auf den Schiedsrichter und dann kann es losgehen hier in Jena. Und Florian Heft hat diese Begegnung gestartet. Die Hertha in Rot schlägt den Ball weit nach vorne, direkt auf ihren Stürmer Haris Tabakovic, den Neuzugang. Der kann den Ball allerdings nicht kontrollieren und somit Jena in den blauen Trikots, weiße Hose, weiße Stutzen im Ballbesitz. Da wollen sie es schnell machen, über die rechte Seite. Aber da hat Jeremy Dujak was dagegen, fault den Angreifer der Jena, Marcel Hoppe, heute über die linke Seite. Und somit wird es Freistoß geben für Jena. Auf der rechten Angriffsseite kurz vor der Mittellinie, aber nochmal zurückgespielt in die neu formierte Dreierkette auf Maurice Hähne, in die Innenverteidigung gespielt, zurück zum Keeper Kevin Kunz und der schlägt den Ball weit nach vorne auf die rechte Seite auf Joel Richter. Der kann den Ball nicht kontrollieren und deswegen die Hertha in der Vorwärtsbewegung über Fabian Rehse, dann ins Zentrum gespielt zu Tabakovic. Der kommt aber erstmal nicht durch, dann Annahmeprobleme bei Suat Serdar, der kann sich den Ball aber zurückkämpfen. Und der erste Abschluss von der Nummer 8 von Suat Serdar, dem zentralen Mittelfeldspieler. Er ist ja in die Startformation gerückt. Für ihn Dardai in die Innenverteidigung zurückversetzt. Der Abschluss von dem rechten Strafraumeck. Aber zu zentral auf Kevin Kunz, den Keeper im Jenaer Tor. Der schlägt den Ball nach vorne. Also hier immer noch 0:0. Der neue Angreifer
kann den Ball nicht erlaufen. Die Jena sind dazwischen, aber die Hertha, die macht Druck hier in Jena, hat wieder den Ball über die linke Seite. Stockfehler, der zweite in diesen ersten drei Minuten von Suat Serdar, den zentralen Mittelfeldspieler heute auf der Doppel-6 mit Pascal Clemens. Und Jena mit der Kontermöglichkeit. Spielen den Ball in den 16-Meter-Raum. Abschluss, Verkamp. Nochmal Nachschuss vom Elfmeterpunkt. Der Ball geht aber drüber. Kommt da relativ frei zum Schuss. Guter Konter von Carl Zeiss. Das wäre mal eine dicke Überraschung hier in der vierten Spielminute. Sie spielen es über die rechte Seite. Guter Ball, da war niemand im Zentrum bei Richter. Der kann ablegen und Verkamp, ja, ein bisschen überhastet in Rückenlage, ärgert sich da, haut mehrfach mit seiner Faust auf den Boden im 16-Meter-Raum. Der Ball deutlich über den Kasten von Tjaak Ernst. Erste richtig gute Möglichkeit für Jena, aber aufgepasst, Abschlussmöglichkeit für Richter. Das ging sehr schnell, der Ball nach vorne gespielt. Richter kann den Ball annehmen im 16-Meter-Raum, halblinke Position und zieht da trocken ab mit seinem schwachen linken Fuß, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Kevin Kunz macht das kurze Torwart-Eck zu und faustet den Ball zur Ecke für die Berliner. Den hat sich Richter geschnappt, bringt ihn herein in den 5-Meter-Raum, fliegt aber drüber. Keiner kann da rankommen und geht auf der gegenüberliegenden Seite dann ins Tor aus. Abstoß wird es geben für Jena. Also muntere Anfangsphase hier im Ernst-Appel-Sportfeld vor knapp 12.000 Zuschauern. Jena mit Verkamp. Ja, und an der Gegenseite dann direkt Marco Richter. Jetzt versuchen es die Berliner ein bisschen ruhiger zu machen. Spielen nochmal hinten rum zu ihrem Keeper Tjaak Ernst im gelben Trikot. Verlagert das Spiel auf die linke Seite, auf Fabian Rehse. Der wird da gelegt, aber der unparteiische Florian Heft sagt, es wird weitergespielt. Rehse hält sich da noch ein bisschen das Gesicht bzw. den Hals. Aber es kann für ihn weitergehen. Beschwert sich da auch nicht groß. Und die Hertha weiter im Ballbesitz. Im Zentrum, das ist Serdar, der verlagert auf die linke Seite. Da ist dann Fabian Rehse. Steckt gut durch auf den hinterlaufenden Duciak. Und da ist das Tor! 1:0 für Berlin, für die Hertha. Palko Dardai macht's in der 6. Spielminute. Flanke kommt von links. Große rote Jubeltraube der Berliner. Jetzt natürlich stark rausgespielt. Duciak mit der Flanke. Und Dardai läuft ein in den 5-Meter-Raum und köpft den Ball aus Nahdistanz. Dann unhaltbar für Kevin Kunz. Ins Tor. Also die Hertha legt hier gut los. Ihr erster Treffer in dieser Saison. Und wer macht's? Der Sohn vom Trainer Palko Dardai. 1:0 also für die. Gespielt. 1:0 also für die Hertha nach einer ja, doch intensiven Anfangsphase. Verkamp hatte ja die Möglichkeit aufs 1:0. Und quasi im Gegenzug macht dann Palko Dardai das 1:0 für den Top-Favoriten. Das muss man ganz klar so sagen. Auch wenn die Hertha nicht besonders gut in diese Saison gestartet ist. Mit 2:0-1 Niederlagen gegen Düsseldorf und zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Der späte Treffer. Aber hier schalten sie auf Angriffsmodus. Das hat ja in den letzten Wochen nicht ganz so gut geklappt. Gerade die Offensive war noch so ein bisschen behäbig. Die letzte Konsequenz hat Pal Dardai eingefordert. Und hier haben sie gleich mal bewiesen, dass sie es eben besser können. Gegen den Regionalligisten, gegen Carl Zeiss Jena. Der Ball jetzt in den eigenen Reihen der Berliner, hinten 10 Meter vor dem eigenen 16-Meter-Raum, bauen sie auf, verlagern das Spiel auf die rechte Seite. Im Zentrum wird immer wieder Suat Serdar mitgenommen. Spielverlagerung auf die linke Seite, auf Richter, der nimmt den Ball gut an, will den Ball dann sofort wieder bekommen im 16-Meter-Raum, aber
Ein Jena Bein ist erstmal dazwischen. Hertha macht Druck über links, über Fabian Reese. Der wird sofort gestellt von Ken Gibson am linken Strafraumeck. Bringt die Flanke trotzdem rein. Aber die geht genau auf Kevin Kunz, den Keeper im Kasten von Carl Zeiss Jena in seinem grünen Trikot. Grüne Hose, grüne Stutzen, kommt da im 5-Meter-Raum ein, zwei Schritte raus und kann diese Flanke von Fabian Reese abfangen. Er hat sich den Ball jetzt hingelegt, nimmt den Kopf hoch und schlägt ihn ja etwas zu weit auf die linke Seite. Da kann Marcel Hoppe nicht mehr rankommen, der Ball geht ins Seitenaus. Und somit gibt es Einwurf in der gegnerischen Hälfte für Hertha. Die werfen sie aber zurück in die eigene Hälfte hinein. Nochmal ruhiger Spielaufbau durch die Viererkette. Und Jena wartet so 10 Meter vor der Mittellinie, bevor sie die Berliner unter Druck setzen wollen. Das Sturmduo Richter und Endres läuft dann die Verteidiger an. Und dann macht sie Hertha mal schnell durchs Zentrum auf Serda, der wird aber gefoult vom Innenverteidiger von Burim Halili. Und deswegen gibt es Freistoß im Mittelkreis. Nach hinten ausgeführt auf die Mittellinie. Links rausgelegt auf Dujak. Weiter Ball jetzt auf Tabakovic. Abgelegt. Wieder links raus auf Reese. Am linken Strafraumeck kommt die Flanke mit Zug zum Tor. Tabakovic mit dem Kopf, aber erstmal ein Verteidiger dazwischen, wieder Reese, der ist unermüdlich hier, macht das richtig gut, blinkt die Flanke mit Zug zum Tor rein. Und da wäre fast schon wieder Palko Dardai da gewesen. Aber die Jena klären den Ball zur nächsten Ecke. Die Hertha erhöht die Schlagzahl. Ecke kurz ausgeführt, Reese auf Richter, bisschen ungenau gespielt. Richter kann den Ball trotzdem im Grätschen noch reinflanken. Reese nochmal mit dem Kopf, will er den Ball nochmal heiß machen. Richter mit dem Ball am Fuß, geht da ins Tänzchen, will den Ball hochhaltend in den 16-Meter-Raum tragen, aber das lässt der Regionalligist nicht zu, geht da konsequent dazwischen und klärt den Ball weit in die gegnerische Hälfte hinein, soweit dass Tjaak Ernst mal aus seinem 16-Meter-Raum rauskommt, den Ball mit dem Fuß annimmt und wieder auf die rechte Seite verlagert. Hertha in der Vorwärtsbewegung. Jena kommt hinten nicht mehr raus. Serda ist das. Der geht mal mit Tempo durchs Zentrum. Aber gut aufgepasst von Maurice Hähne, der dann allerdings einen Berliner fault. Und das ist Dujak. Der ist da mal ins Zentrum reingegangen. Und Hähne, der lag noch am Boden, möchte ihn da am Ball hindern. Und es gibt eine richtig gute Freistoßmöglichkeit für die Berliner. Es gibt auch die erste gelbe Karte. Knapp 20 Minuten sind hier gespielt in Jena. Weiterhin 1:0 für den Zweitligisten aus Berlin. Jena kann sich nur schwer befreien, auch wenn die großen Torchancen für den Favoriten in den letzten Minuten ja, eher Mangelware waren. Es gab eine gute Freistoßposition, zentrale Position, 20 Meter Entfernung zum Tor. Aber der Kapitän der Gäste, Marco Richter, er hat den ganz genau halb hoch in die Mauer geschossen. Da war auf jeden Fall mehr drin. Jetzt mal Jena wieder mit so einem weiten, langen Ball auf den schnellen Verkamp. Wie in der Anfangsphase, wie in der dritten Spielminute. Aber diesmal kommt Tjaak Ernst raus und kann diesen langen Ball ohne Probleme aufnehmen. Und so wieder das gewohnte Spiel. Die Hertaner mit dem Ball am Fuß in der eigenen Viererkette. Und dann geht's langsam los. Über die rechte Seite. Weiter Ball nach vorne auf den Torschützen. Palko Dardai aus der sechsten Spielminute. Der wird aber gut gestellt von Jenas Kapitän Bastian Striezel. Und somit gibt es Einwurf auf der rechten Angriffsseite. 15 Meter zur rechten Eckfahne ausgeführt. Kurzpassspiel auf Höhe des rechten Strafraums Eck. Aber dann drehen sie erstmal ab, spielen den Ball in den Mittelkreis. Und dann der weite Ball Richtung 16-Meter-Raum. Der hohe, weite Ball. Das ist kein Problem. Auch nicht für einen Regionalligisten. Das ist sehr berechenbar. Und jetzt Jena mit dem Ball am Fuß und der Kontermöglichkeit. Aber zu
ungenau ausgespielt. Im Zentrum eilte da Fabian Rehse, der Linksaußen, zurück, antizipiert diesen Ball und somit die Berliner wieder im Spielaufbau. Hinten über Dardai, rechts rausgelegt zu Toni Leistner. Die spielen sich den Ball zwei, dreimal hinterher, während die Jena auf Höhe der Mittellinie erstmal warten, was die Berliner ihnen anbieten. Die Berliner verlagern auf die rechte Seite. Und da ist Jena dazwischen. Kurzpassspiel, Doppelpass, weiter Ball auf die Linksaußen. Auf Verkamp, aber auch gut aufgepasst von der Berliner Hintermannschaft. Die können den Ball auf Höhe des 16-Meter-Raums dann erstmal in Seiten ausklären. Da wurde Lukas Lemmel mal geschickt, eigentlich auf der 6, diesmal auf Linksaußen. Einwurf wurde kurz ausgespielt, Flanke kommt rein in den 5-Meter-Raum. Aber die Berliner klären den Ball, nichtsdestotrotz. Der Unparteiische hat beim Flankenversuch einen Foul gesehen. Und deswegen gibt es Freistoß für Jena. Linke Angriffsseite. Da wurde Hoppe gefoult. Also es ist fast eine Ecke, einen Meter entfernt von der linken Eckfahne. Und das genau vor der Kurve, wo sich die Jena-Fans positioniert haben. Die aktive Fanszene ist. Flanke kommt rein mit Zug zum Tor in den 5-Meter-Raum. Erstmal rausgeklärt von der Berliner Hintermannschaft. Und ich hoffe, dass diese überragende Stimmung hier aus dem Paradies in Jena sich zu euch nach Hause transportiert. Erste Ecke für den Underdog. Für den Regionalligisten. Letzte Saison Vizemeister geworden. Und auch dieses Jahr wollen sie ganz oben angreifen. Dieses Jahr steigt der Meister der Regionalliga nämlich direkt auf. Ecke kommt von der rechten Seite mit Zug zum Tor in den 5-Meter-Raum. Rausgeklärt von Stürmer Tabakovic. Und da wollen es die Jena schnell machen. Der Ball zu ungenau. Der geht in Seiten aus. Einwurf für die Hertha. Aber das war mal wieder ein Zeichen von den Gastgebern, die hier auf die Überraschung warten. Noch keine Tore, auch nicht nach gut 18 Minuten gleich gespielt. TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart. Der VfB, der kann jetzt hier ein Campingzelt aufstellen, so langsam in der Hälfte der Balinger, denn die sind da fast schon zu Hause, waren selten, haben es die Balinger geschafft, da aus ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Hälfte rauszukommen. Und jetzt kommt der VfB schon wieder über Enzo Mio, der legt nochmal zurück auf Ito und dann geht's immer wieder über die Seite, über Chris Führich, der treibt den Ball jetzt nach vorne hier im Zweikampf mit Wörle, setzt sich durch, tunnelt den sogar, ist an der Strafraumgrenze, versucht ihn in die Mitte zu legen und zieht direkt ab und da verpasst am zweiten Pfosten Girassi. Schöne Variante des VfB Stuttgart. Führich, der das technisch ganz, ganz wunderbar macht, der erst Richtung Grundlinie geht und dann mit einem Trick, wo man sich gar nicht sicher ist, ist das Absicht oder hat er es einfach extrem gut gemacht, sich den Ball ja gegen den linken Fuß titschen lässt und ihn mit dem rechten mitnimmt und dabei noch den Gegner tunnelt. Also ganz große Fußballkunst hier in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und dann zieht er den Ball in Richtung des langen Pfostens und da verpasst Girassi nur ganz knapp. Jetzt hat es der Keeper, jetzt hat es Marcel Binanza von den Balingern mal mit dem weiten Abschlag versucht. Der weite Abschlag ist geglückt, aber seine Kollegen, die waren dann nicht so schnell mit dabei. Deshalb Nübel, der Stuttgarter Keeper, ganz sicher mit dem Ball wieder zurück. Und jetzt sind die Stuttgarter schon wieder in der gegnerischen Hälfte. Und Zagadou, der hatte offensichtlich wenig Lust, sich das von da hinten noch einen Moment anzuschauen. Hat den Ball nach vorne getrieben, ihn jetzt aber verloren. Jetzt fehlt Zagadou hinten, aber Karasor, der hilft aus. Und die Balinger, die haben jetzt gerade so ein bisschen ihre Struktur, ihre extrem engen Ketten ein bisschen aufgelöst. Das lässt sich von oben übrigens ganz fantastisch sehen, wie toll die verschoben haben in den ersten gleich gut 20 Minuten, die gespielt sind. Und wenn ihr euch jetzt wundert und denkt, warum denn erst 20 Minuten? Wir haben ein bisschen später angefangen hier in Reutlingen. Es gab noch ein kleines technisches Problem mit dem Tor. Zwei Kabelbinder haben geholfen und jetzt sitzt das Netz auch richtig und fest. Aber gezappelt hat es erst einmal beim Abseits-Treffer
Treffer von Guirassy, zweite Minute. Noch keine regulären Tore, vielleicht ja jetzt. Carrasor spielt den Ball in die Zentrale. Da ist Mio. Mio legt nochmal rüber. Und da ist Silas, aber Matthias Schmitz, der Kapitän der Balinger, hat aufgepasst und hat den Ball mit der Fußspitze aus der Gefahrenzone befördert. Raus auf die linke Seite. Und deshalb gibt es den nächsten Eckball für den VfB Stuttgart. Hinterm Tor der Balinger übrigens heute zu Gast, gerade jetzt, ist das Maskottchen des VfB Stuttgart. Fritzle, ja bekannt als Krokodil, drückt da auf jeden Fall die Daumen. Und Fritzle sieht jetzt die Ecke von Mio, die kommt hoch, die kommt sehr hoch und die kommt zwar auf den Kopf von Waldemar Anton, aber dann eben auch direkt in die Arme von Marcel Binanza. Vom Schlussmann der Balinger beim Stand von 0:0. Balingen gegen Stuttgart. Minuten sind jetzt rum. Eben mal eine gute Möglichkeit für Fabian Reese im 16-Meter-Raum der Jena. Aber der Ball eben zu ungenau, zu wenig Druck. Kein Problem für Kevin Kunz. Weiterhin also 1:0 für die Berliner. Jena ist aber ein bisschen aufgewacht, ist jetzt mutiger, kommen über die linke Seite. Über Lemmel im Zentrum, legen dann nochmal zurück auf Höhe der Mittellinie auf Halili, der weit aufgerückt ist, jetzt mit seiner Dreierkette auf Höhe der Mittellinie. Versuchen sie jetzt mit Kurzpassspiel, Verkamp nimmt den Ball an, will ihn dann genau in die Spitze spielen, aber das nicht gut genug für die Berliner Hintermannschaft. Und die es diesmal schnell machen. Wieder über Reese. Dann ins Zentrum gespielt. Auf den Kapitän, auf Marco Richter. Der spielt dann unsauber wieder raus auf Reese. Und deswegen Jena mit dem Ballbesitz. Spielen sie dann hinten rum am eigenen 16-Meter-Raum. Aber Jena macht das gut. In dieser knappen halben Stunde. In diesem Pokalfight vor knapp 12.000 Zuschauern im Ernst-Appel-Sportfeld gegen den Absteiger aus der Bundesliga, gegen die Hertha. Bei der Chance von Reese vor wenigen Minuten war durchaus mehr drin. Er im Laufduell gegen Ken Gibson, der ihn nicht so richtig unter Kontrolle bekommt. Aber dieses Schüsschen dann von Reese, den Neuzugang von Holstein Kiel, dann absolut kein Problem für den 31 Jahre alten Kevin Kunz im Kasten von Carl Zeiss Jena. Die Berliner mit dem Spielaufbau 20 Meter vor dem eigenen 16-Meter-Raum verlagern das Spiel auf die rechte Seite. Nochmal zurück zu Ernst. Rüber zu Dardai. Er wechselte von der Doppel-6 heute in die Innenverteidigung, spielt er den linken Part, weil eben Serda in die Startformation gerückt ist. Sein erster Einsatz in dieser Saison. Gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass er den Club vielleicht noch verlassen wird. Also großer Umbau bei der Hertha. Und Umbau, das passt auch gut zu diesem Stadion. Irgendwann sollen hier mal 15.500 Zuschauer reinpassen. Und das am liebsten natürlich wieder mal aus der dritten Liga hier im Jena Paradies. Die mit dem Ball am Fuß haben. 25 Meter vor der Mittellinie. Knappe halbe Stunde ist gespielt. Die Berliner warten aber. Tabakovic als erster Angreifer, genauso wie Marco Richter, der gesellt sich da ab und zu mal mit dazu. Sie laufen sie erst kurz nach der Mittellinie an. Jena versucht es wieder mit einem weiten Ball, aber kein Problem. Für Keeper Tjaak Ernst, der da aus dem 5-Meter-Raum rauskommt und diesen Ball in der 30. Spielminute ohne Probleme aufnehmen kann. Der VfB Stuttgart geht hier in Führung. 1:0 in Balingen. Enzo Mio, 24. Minute. Und ich glaube, die Balinger, die waren noch ein bisschen bei ihrer ersten Ecke. Die hatten sie noch. Die gute Idee, dass sie die irgendwie nutzen wollten. Und dann geht's razzifazzi. Silas
auf Enzo Mio und der sieht das kurze Eck und da macht er sich noch ganz lang. Marcel Binamsa, der Keeper der Balinger, streckt das Bein aus, versucht noch in einer Art, ja, halbem Spagat das Ding zuzumachen. Die kurze Ecke ist das Torwart-Eck. Und Enzo Mio, der drückt den über die Linie und bedankt sich jetzt ganz oben. Wahrscheinlich nicht zwingend beim Fußballgott, aber eben mit dieser Geste. Zwei Finger gen Himmel und das ist die Führung für den VfB Stuttgart. Und jetzt gibt's was, das erleben wir ja im Sommer dann doch ein bisschen häufiger. Es gibt eine Trinkpause in dieser Partie nach der Führung für den VfB Stuttgart in Balingen. Also hier führt der Favorit 1-0 Stuttgart gegen Balingen. 30 Minuten sind hier gespielt in Jena. Es gab ein bisschen Diskussionsbedarf beim Ausführen des Abstoßes der Berliner. Deswegen die Pfiffe nochmal vom Unparteiischen wiederholen lassen. Sieht man auch selten. Weiter Ball von den Berlinern auf Richter. Der ist jetzt 20 Meter hinter der Mittellinie. Zentrale Position nimmt Duciak mit. Der könnte mal abziehen. Der ist im 16-Meter-Raum. Legt sich den Ball nochmal auf rechts. Mit der Hacke abgelegt. Und gute Möglichkeit für die Berliner. Wieder ist es Paiko Dardai, der mit seinem starken linken Fuß da abziehen darf. Genau von der 16er-Kante. Versucht da genau einzuschweißen ins linke Eck. Aber der Ball knapp am Pfosten vorbei. Das hätte gut und gerne das 2-0 sein können für die Hertha. Aber Paiko Dardai. Es bleibt bei dem ersten Treffer, beim einzigen Treffer in dieser Begegnung weiterhin. Also 1-0. Aber das haben sie mal richtig gut ausgespielt im Zentrum. Da wird es nochmal abgelegt. Da wird der Bessere gesucht. Der besser postierte natürlich. Und Dardai will es dann vielleicht ein bisschen zu genau machen. Und der Ball fliegt links am Kosten vorbei. Kevin Kunz, der Keeper, mal kräftig durchgeatmet. Denn er hat nur hinterher schauen können. Beim nächsten Angriff. Dardai jetzt im Abseits. Das hat der Assistent so gesehen. Wird kurz ausgeführt in den eigenen 16-Meter-Raum. Jena mit dem Ballbesitz. Halili legt rechts rüber auf Ken Gibson. Da versuchen sie es immer wieder mit den langen Bällen. Wenn nicht auf Verkamp, dann eben auf den schnellen Joel Richter. Das war so ein bisschen die Idee auch von René Klingbeil. Endres und Richter pfeilschnell. Und Verkamp hat auch in den letzten Jahren gezeigt, wie torgefährlich er ist. In der vergangenen Regionalligasaison hat er 10 Tore gemacht, 10 vorbereitet, war unglaublich wichtig für die Mannschaft von René Klingbeil. Berlin jetzt mit dem Fehlpass. Dann Pressschlag auf der linken Angriffsseite der Berliner. Und dann entscheidet sich Florian Heft nochmal um. Es wird Einwurf für die Berliner geben. Ken Gibson hatte den Ball eigentlich schon eingeworfen. Wurde da aber anscheinend von seinem Assistenten nochmal umgestimmt. 34. Minute, 1-0 weiter für die Hertha. Ja, in Balingen, beziehungsweise Balingen gegen Stuttgart, führt der Bundesligist weiterhin mit 1-0. Die Stuttgarter seit der 25. Minute, seit dem Treffer von Enzo Mio in Führung. Und jetzt gab es gerade nach einem Foul an Chris Führig, und zwar nach einem, was überhaupt nicht zur Diskussion steht, von Tim Wörle, hier einen kleinen Pfiff. Da gibt's gleich den Freistoß, währenddessen wir hier gerade auf unserem Bildschirm nochmal die Wiederholung sehen, eben einer vermeintlichen Elfmetersituation. Gerassi, der hat sich da beschwert, aber alles regelkonform. Für mich kein strafstoßwürdiges Foul, für Dr. Robert Kamka, für den Schiedsrichter auch nicht. Jetzt aber zurück auf den Platz. Wir schauen auf den Freistoß für den VfB Stuttgart. Gerassi und Stenzel stehen da bereit, sprechen sich ab. Halblinke Position und Marcel Binanza, der stellt sich hier nochmal seine Mauer. Da liegt sogar einer hinter der Mauer, ein Balinger. Und wir schauen auf den Freistoß. Der kommt ganz gut, aber nicht optimal. Gerassi mit dem Ball über das Tor. Und die Balinger, wie gesagt, mit einer Mauer.
aus 5 stehenden Spielern und einem, der sich noch dahinter gelegt hat. Also versucht alles zu bedenken und das klappt eigentlich ganz gut beim Regionalligisten, der sich hier wacker schlägt in dieser ersten, ja, gleich halben Stunde, die gespielt ist. Nochmal kurz, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen. 0-1 liegen sie ja zurück, die Balinger, die es jetzt mal versuchen über die rechte Seite, aber Sagadu hat aufgepasst und ja, macht das jetzt ganz gemütlich mit Spielaufbau. Ja, und die Balinger, na klar, spielen die in der Regionalliga, aber früher hätte man mal gesagt, das sind trotzdem Feierabendkicker. Montag, Dienstag, Donnerstagabend steht Training an. Die letzte Einheit in dieser Woche, die gab es dann in Reutlingen. Ja, und jetzt die Feierabendkicker gegen die aus der Bundesliga und die kommen schon wieder. Enzo Mio, der kommt nicht mehr dran im Strafraum an den Ball und legt jetzt den Kopf in den Nacken, als wollte er sagen, den hätte ich doch noch kriegen können. Chris Führich aber war da, der hat ihn, ist auf der linken Außenbahn, gibt ihn rein in die Zentrale. Führich, Doppelpass mit Endo, da ist es wieder Führich gegen 2, Mio eilt zur Hilfe und lupft ihn dann in den Strafraum und dann ist es Endo. Einmal, zweimal, aber geklärt von den Balingern, aber nicht nachhaltig. Wieder Führich auf der linken Seite, wieder mit Übersteiger. Den kriegen sie gar nicht in den Griff, der Ball in die Mitte und jetzt kriegen sie ihn im ersten Verlauf geklärt. Denkst du, Mio ist schon wieder da. Der tanzt die wirklich ins Nirvana, mag man denken. Jetzt der Abschluss, aber der in die Arme des Keepers. Und dann war es der Kapitän, dann war es Wataru Endo, der sich hier für den Abschluss entscheidet. Aber von Enzo Mio werden sie in Balingen heute Nacht vielleicht noch träumen. Gegen die Hertha. Mal eine kleine Druckphase der Gastgeber überstanden, die da über die Außen immer wieder versuchen, Druck zu erzeugen. Aber die Berliner machen das ganz gut, lassen keinen Schuss zu, Flanken ja. Aber da sind dann eben die Innenverteidiger Toni Leistner und Martin Dardai Meister mit 1,90 und 1,88. Durchaus groß gewachsen und kopfballstark. Kein Durchkommen für die Flanken der Jena. Hertha mit dem Ball am Fuß bei den gerade angesprochenen Leistner und Dardai. Dann nehmen sie das Tempo auf über die linke Seite, über Reese. Immer wieder im Zusammenspiel mit Dudjak. Der geht ins Zentrum, nimmt Serda mit. Der verlagert das Spiel auf die rechte Seite. Kenny ist mit vorgekommen, Flanke kommt rein. Erstmal rausgeklärt, aber genau in die Füße von Serdar. Das sind 20 Meter Torentfernung, zentrale Position. Legt ihn nochmal rüber auf Richter, der mit dem Steckpass auf die rechte Seite. Ball kommt ins Zentrum, 5 Meter Raum, Abschluss. Dardai, Kunz ist da. Richtig gute Möglichkeit für den Torschützen zum 1:0 auf 2:0 zu erhöhen. Aus 5 Meter vom rechten 5 Meter Raum Eck zieht er da flach ab. Und Kevin Kunz mit der Fußabwehr zur Ecke. Und die kommt von der rechten Seite wieder von Marco Richter. Der hebt den Arm, bringt den Ball rein, vom Tor weggezogen. Tabakov kommt nicht ran. Tabakovic, Entschuldigung. Und dann kann Jena den Ball klären. Dazu gibt es noch einen Foul. Da Dardai den Gegner getroffen und nicht den Ball. So hat es der Unparteiische gesehen. Freistoß ausgeführt. Das hätte den Berlinern mal richtig gut getan, 7 Minuten vor der Halbzeit auf 2:0 zu stellen. Wieder war es Palko Dardai, Jena, jetzt über links, über Verkamp. Den ein oder anderen Übersteiger bringt den Ball rein. Da haben sie alle gedacht, der VfB, der tänzelt sich wieder vor in Richtung Strafraum. Da haben sie alle gedacht, ja, die machen das wieder an der Strafraumgrenze. Aber denkst du, es kam komplett anders. Es gab den Distanzschuss von Silas von kurz hinter der Strafraumgrenze. Einfach mal draufgehalten, den Ball ins rechte, obere Eck gezirkelt und dann senkt er sich
Ja, und Marcel Binanza, der steht so einen Zacken vorm Tor, aber der hat da gar keine Chance. Der zirkelt den Ball komplett in den Knick. Und genau so muss ein Treffer in so einer ersten Pokalrunde nicht zwingend aussehen. Aber wenn er so aussieht, dann ist es wunderschön. Also 2:0 VfB Stuttgart in Balingen, wollte ich sagen, aber gegen Balingen in Reutlingen. Um da ganz korrekt zu bleiben, dieser zweite Treffer, der ist von Silas, einer von der Strafraumgrenze, hat das super gelöst. Hier sich gedacht, ja, wenn die mal aufmachen, wenn die uns mal ein bisschen mehr Räume geben und das Ganze eingeleitet durch einen Fehlpass von Tim Wörle, dann, ja, dann nutze ich das doch mal. Und jetzt kommt der VfB schon wieder. Chris Führig ist das auf der linken Seite an der Strafraumgrenze mit dem Übersteiger in die Zentrale. Und da ist Girassi, aber der kriegt ihn im Fall nicht in Richtung Tor, sondern in Richtung Eckfahne. Und wer ist da? Na klar, Führig. Immer wieder Führig. Gegen einen, gegen zwei, legt nochmal zurück auf Ito. Ito auf Karasor. Jetzt werden sie ein bisschen rausgedrängt von den Balingern, aber weitestgehend ungestört findet das Fußballspiel des VfB Stuttgart hier nach gut 36 gespielten Minuten gleich statt. Zwei Treffer haben sie schon erzielen können, die Stuttgarter. Ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht der letzte Treffer gewesen sein wird. Dieses Traumtor eben von Silas zum 2:0. Wunderschön aus 20 Metern da oben ins Eck gezirkelt. Also so muss man den erstmal machen. Apropos machen, nächster Versuch. Diesmal ist es Endo, der nimmt den mit und gibt ihn dann Volley mit dem linken Fuß in Richtung Tor. Aber auch da, jetzt war er da. Jetzt war der Mann, den sie Gigi nennen, zur Stelle. Hat ihn da kurz prallen lassen, aber hat den Ball dann sicher. Marcel Binanza, der Schlussmann der TSG Balingen. Und jetzt werden die Stuttgarter Fans auch immer wieder etwas lauter. Wir haben die natürlich eben bei dem Treffer gehört. Aber jetzt merken sie, das läuft hier. Das läuft ganz gut in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ohnehin der VfB Stuttgart, ohne dass wir hier irgendwas jinxen wollen, ja lange nicht mehr gegen einen Amateurclub ausgeschieden. Ganz früh im DFB-Pokal. Das letzte Mal 1995. Gegen den SV Sandhausen, damals noch Regionalliga. Aber heute sieht es zumindest ein bisschen anders aus. Hier sieht es ganz gut aus für den VfB. 38 Minuten gleich gespielt. Der VfB kommt schon wieder über Endo. Der hat Platz, der hat richtig viel Platz. Legt in die Mitte auf Girassi. Girassi legt ihn quer. Und jetzt gibt es Elfmeter. Denkst du, es gab auf jeden Fall den Pfiff, aber es gibt die kurze Diskussion und wenn ich Dr. Robert Kamka richtig deute, genauso ist es, dann war es abseits schon beim Zuspiel auf Girassi und deshalb ist völlig irrelevant, ob Girassi danach ein kleines, sagen wir mal, ja, einen kleinen Kontakt hatte mit dem Keeper und der zeigt übrigens sofort an, ich habe den null berührt. Ist aber jetzt auch nicht weiter diskussionswürdig, denn schon zuvor ging die Fahne des Assistenten nach oben. Gibt jetzt kurz Pfiffe im Stadion, aber weiterhin führt der VfB Stuttgart mit 2:0 gegen die TSG Bali. 43. Spielminute, die Hertha kommt über die linke Seite mit dem Kurzpassspiel, aber der letzte Pass, der fehlt. Der kommt nicht an auf Fabian Rehse, der war schon im 16-Meter-Raum, hat sich über links durchgetankt. Aber so verpufft eben diese Möglichkeit in der 44. Minute weiterhin 1:0 durch den Treffer von Palko Dardai aus der 6. Spielminute. Und wieder geht's über links bei den Berlinern, über Dujak, der ja den Treffer vorbereitet hat. Der geht einfach mal in den 16-Meter-Raum und dann schnickt er ihn mit dem linken Fuß, mit dem Außenriss auf Tabakovic, aber der kann da nicht rankommen. Ein bisschen zu cool gespielt in dieser Situation, kurz vor der Halbzeit. Da lässt ihm die Jenaer Hintermannschaft ein bisschen zu viel Platz. Dujak, der Linksverteidiger, geht dann durch, aber er will eben Tabakovic mitnehmen und das zu ungenau. Wieder Hertha über rechts, bringt den Ball rein auf Richter, der kann den Ball nicht richtig annehmen. Wird da sofort unter Druck gesetzt von zwei Jenaer Spielern. Aber die Berliner bleiben im Ballbesitz. Wieder rechts raus auf Palko Dardai.
Der flankt den Ball ins Zentrum. Aber da ist Jena da und die haben jetzt die Möglichkeit auf einen Konter. Kann er den Ball rechts rauslegen? Da ist einer mitgelaufen. Aber Lemmel auch mit Stockproblemen. Und somit wieder die Hertha. Munteres Spiel jetzt. Die Zerda geht in den 16-Meter-Raum, legt ihn rechts rüber. Dicke Möglichkeit für Tabakovic. Nochmal Nachschussmöglichkeit für Dardai. Auf der Linie wird der Ball geklärt. Marco Richter war es dann am Ende mit dem Schuss. Und auf der Linie klärt Halili, wenn ich das richtig gesehen habe. Kunz lag noch am Boden, deswegen auch das Spiel unterbrochen. Richter legt rüber, kommt da zu Fall. Tabakovic rutscht aus in Kunz herein. Dardai legt nochmal ab. Abschluss Richter. Und auf der Linie geklärt. Weiter 1:0. Die Begegnung jetzt unterbrochen. Kevin Kunz, der Torhüter des Regionalligisten, wird da jetzt behandelt, wenn ich es richtig sehe, am rechten Unterarm hat er den Stollen abbekommen von Tabakovic, der da ausgerutscht ist. Also überhaupt keine, nicht beabsichtigt. Hätte den Ball natürlich lieber reingedrückt und rutscht dann eben in den Keeper. Wird sich nochmal erkundigt von Florian Heff, vom Unparteiischen, ob es weitergehen kann. Und Kevin Kunz steht. Der Unparteiische hat den Ball in der Hand, legt ihn im 16er der Hausherren auf den Boden. Und somit kann Kevin Kunz das Spiel eröffnen. Über links. Dann kommt der Ball wieder ins Zentrum zurück in der Innenverteidigung. Dann auf die rechte Seite verlagert auf Ken Gibson. Dann wollen sie das Mittelfeld der Berliner überspielen. Das hat in dieser Situation nicht gut geklappt. Aber die Hertaner schlagen den Ball auch nur weit nach vorne. Lemmel jetzt mal mit dem Ball am Fuß für Jena. Und dann ist Schluss. Die Hertha führt 1:0 in Jena durch den Treffer in der 6. Spielminute durch Palko Dardai. Und somit geht es erstmal in die Halbzeitpause. Noch steht's 2:0, aber jetzt ist der VfB wieder da. Tor für den VfB Stuttgart, das 3:0 Gyasi. Und eben sage ich, noch steht's 2:0, weil sie die ganz, ganz große Möglichkeit hatten. Nicht mal eine Minute zuvor, dann aber toll herausgespielt über die linke Seite. Enzo Mio, der legt rüber, der legt quer auf Gyasi. Und wieder vorausgegangen, ein Fehlpass der Balinger. Und die bestrafen sich für ihre, ja, für diese Fehler fast selbst. Und dann ist es Enzo Mio, der Tim Wörle im Strafraum sogar noch tunnelt. Und zumindest in der Kreisliga sagt man, das gibt einen Kasten. Und dann ist Gyasi da, der völlig, ja, am zweiten Pfosten total frei ist, einschieben kann. Und da kann auch der Keeper, da kann auch Marcel Binanza gar nichts mehr machen. Und deshalb steht es jetzt hier 3:0 für den Bundesligisten in der 43. Minute, der Treffer für den VfB Stuttgart. Und wenn ihr gerade in der Konferenz zuhört, nicht wundern, dieses Spiel hier in Reutlingen hat ein bisschen später angefangen, weil es ein klitzekleines Problem gab mit dem Tor. Da mussten zwei Kabelbinder helfen, damit das Netz noch befestigt werden kann. Und deshalb sind wir hier noch drauf. Also noch sind wir hier nicht im Bereich Nachspielzeit, sondern hier ist noch regulär ein bisschen was auf der Uhr. Eine Minute ungefähr ist regulär noch da. Und der VfB Stuttgart, der will hier vielleicht vor der Halbzeit es noch ein bisschen deutlicher machen. 3:0 steht es aktuell für den Bundesligisten, gerade eben Gyasi mit dem dritten Treffer. Und jetzt kommen sie schon wieder. Enzo Mio über die linke Seite, legt den Ball aber nochmal zurück auf Ito. Jetzt wird hier jeder einzelne Ballkontakt frenetisch gefeiert. Und Karasor legt den Ball jetzt nach vorne. Also ich habe das Gefühl, so ein kleines bisschen nehmen sie jetzt vielleicht doch Tempo raus. Aber vielleicht straft mich der VfB Stuttgart jetzt auch gleich Lügen. So ist es, Gyasi wieder mit dem Außenriss, versucht das Tempo zu erhöhen, aber jetzt haben die Balinger mal aufgepasst. Also,
sehr, sehr viele Fehlpässe hier vor den Toren. Und das ist so bitter, weil die Balinger sich eigentlich tapfer und gut gewehrt haben und sich dann immer mit individuellen Schnitzern hier das Leben schwer machen. Enzo Mio kommt schon wieder über die linke Seite, sieht Chris Führig. Strafraumgrenze Führig, sieht in der Mitte lauert Girassi. Wer ist denn da mitgelaufen? Kommt nicht durch gegen zwei. Dann ist es Carrasso. Jetzt Führig mal auf der rechten Seite. Der ist auch einfach überall da, wo er irgendwie gebraucht wird. Legt nochmal in die Mitte und jetzt können sie hier kurz per Spiel machen. Girassi gegen einen, gegen zwei. Girassi abgeblockt von den Balingern. Jetzt nochmal und dann landet der Ball, der lange in der Luft war, in den Armen von Marcel Benanza, vom Schlussmann der Balinger. Und der zeigt jetzt nochmal an, der macht nochmal die Geste. Jungs nach vorne mit seiner rechten Hand, mit der großen Pranke zeigt er an, vielleicht geht noch was vor der Halbzeit. Noch kein Tor für den Regionalligisten, aktuell läuft hier für den Bundesligisten alles komplett nach Plan, wenn man das so sagen möchte, zumindest wenn man es mit dem Bundesligisten aus Stuttgart hält. Jetzt gerade die Partie kurz unterbrochen nach einem Foul hier unweit der Mittellinie, aber weiterhin ein sehr, sehr faires Spiel. Trotzdem gibt es den Freistoß für die Balinger. Jetzt stimmen die Fans des VfB Stuttgart ja schon mal ein bisschen die ganz großen Liebesgesänge zu ihrem VfB, zu ihrem Verein an, während die Balinger kurz ausgeführt, schnell ausgeführt haben ihren Freistoß, aber auch wieder nach hinten spielen. Da fehlt ihnen klar bei einem 0:3 zur noch nicht Halbzeit ein bisschen, möchte ich fast sagen, der Mut. Aber wem, wie kann man ihnen das vorwerfen? Exakt gar nicht. Jetzt spielen sie wieder hinten rum, immer wieder über den Keeper, über Marcel Binanza, der in der ersten Halbzeit ja dreimal bisher hinter sich greifen musste, der Schlussmann. Und jetzt der Ball weit rausgegangen auf die rechte Seite, aber gleich zwei Balinger, die sich da gegenseitig behindern. Hier hat Jan Ferdinand, der Torschütze, der Beste der Balinger, den jetzt gerade völlig, der Spielaufbau fehlt, da gelingt gerade nichts und der VfB macht gerade nichts. Der hat hier gerade einen kurzen Schlag abbekommen, hebt kurz die Arme, atmet noch einmal kurz durch. Und merkt jetzt hier, okay, also irgendwie trudeln wir hier dem Pausentee entgegen. Und genau so ist es. Der VfB Stuttgart führt mit 3:0 beim Regionalligisten TSG Balingen. Sportschau live. Das war die erste Halbzeit. Halbzeit in den ersten beiden Partien. Willkommen zurück. Lisa Teller ist hier. Wollen wir uns einen Überblick verschaffen, wie es auf den beiden Plätzen steht. Und wir haben ein 3:0 für die Stuttgarter gegen Balingen gehört. Und aktuell führt Hertha BSC mit 1:0 gegen Carl Zeiss Jena. Und genau da starten wir auch in Jena. Die sind schon ein bisschen länger in der Pause und Jeremias Diehl verfolgt für uns dieses Spiel. Jeremias, es gab vor dem Spiel Ergebnisdruck bei Hertha. Wir hatten drüber gesprochen. Pal Dardai hatte es auch angekündigt, er will endlich Taten sehen. Wie gefällt dir denn bislang der Auftritt der Hertha? Ja, die macht das richtig ordentlich, wie ich finde, und wurde dann auch belohnt durch seinen Sohn, durch Palko Dardai in der 6. Spielminute. Also das, was in den ersten zwei Begegnungen in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga nicht funktioniert hat, das hat jetzt hier funktioniert, nämlich das erste Tor dieser Saison. Auf der anderen Seite müssen wir aber sagen, Jena hat sich nicht so wirklich von diesem frühen Tor schocken lassen. Die halten schon über weite Strecken ganz gut mit, ne? Die machen es gut, die spielen mutig. Das gefällt mir sehr gut, auch wenn da zwei Ligen dazwischen sind. Aber durchaus dicke Möglichkeiten gehabt. Einmal durch Verkamp und auch durch Joshua Endriss. Also sie versuchen es immer wieder mit einem langen Ball direkt in die Spitze. Und die sind feilschnell. Und Schnelligkeit, das hat nicht unbedingt was mit der Ligazugehörigkeit zu tun. Das können die Jungs in der Regionalliga auch ziemlich gut. Nur Verkamp, ja, der hat nur leider sehr weit übers Tor geschossen. Und Endriss stand angeblich im Abseits. Das würde ich sagen, ist der einzige Fehler der Schiedsrichter in dieser ersten 45 Minuten in dieser Begegnung. Vielen Dank dir und damit gehen wir rüber zum TSG Balingen gegen VfB Stuttgart. Da ist es etwas klarer, der VfB führt mit 3:0 und Ann-Kathrin Rosen hatte es zwischendurch auch gesagt, na, die haben die Zelte da aufgeschlagen im Balinger Strafraum, deswegen führen sie jetzt eben auch mit 3:0. Ann-Kathrin, lass uns aber über die Balinger sprechen. Wie schlagen sie sich denn bislang aus deiner Sicht? Ja, ich würde sagen, die bemühen sich nach Kräften.
Geschichten. Also die haben gerade in diesen ersten Minuten haben die wahnsinnig gut verschoben. Also das war so ein bisschen, wenn man E-Jugenden schulen möchte, wie Ketten verschieben müssen, dann könnte man da durchaus zeigen, wie die Balinger das in den ersten, ja, 10, 15 Minuten gemacht haben. Aber das Bittere ist, dass sie sich eben mit individuellen Fehlern, ja, dafür nicht belohnen. Sie bestrafen sich selber mit Fehlpässen, die in 2 von 3 Fällen zum Tor geführt haben. Das heißt, der VfB Stuttgart kann natürlich hier auch völlig verdient 3:0 führen. Er müsste es aber nicht zwingend, wenn die Balinger nicht so viele individuelle Fehlpässe sich geleistet hätten. Vielen Dank dir für dieses Zwischenfazit. Und hier bei uns hören wir auch noch was von Werder Bremen, nämlich heute das Pokalspiel der Bremer gegen Viktoria Köln im Einzelstream oder auch in der Konferenz live ab 15.15 Uhr. Und jetzt schauen wir auf die ersten beiden Partien heute in der ersten Runde des DFB-Pokals. TSG Balingen gegen VfB Stuttgart. Die Stuttgarter führen aktuell mit 3:0 und Hertha BSC liegt mit 1:0 vorne gegen Carl Zeiss Jena. Und damit gehen wir jetzt wieder rein in die Stadien. Es geht weiter mit dem zweiten Durchgang. Ich bin Lisa Tellers und wünsche euch jetzt viel Spaß. Sportschau live. Der DFB-Pokal. Und jetzt die zweite Halbzeit. Und damit sind wir wieder zurück in Jena im Ernst-Appel-Sportfeld. Und wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten. Hier steht es ja 1:0 für den Favoriten, aber das heißt ja im Pokal, wie wir alle wissen, nicht viel. Was kann Jena jetzt noch im zweiten Durchgang dagegen setzen? Die Mannschaften kommen wieder aus der Kabine. Der unparteiische Florian Heft hat den Ball unter den Arm geklemmt und ist auch wieder da. Jena wird anstoßen. Da gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf beim Unparteiischen, denn da stehen zwei neue. Da steht Benjamin Zank, 18 Jahre alt, Mitte Nummer 23, jetzt für den Regionalligisten auf dem Platz. Und Mitte Nummer 18 Elias Löder, beide also für die Offensive. Also hat sich René Klingbeil da was gedacht, für wen sie rausgegangen sind, konnte ich jetzt nicht genau erkennen, werde ich aber nachreichen. Und auch bei den Gästen aus Berlin wurde gewechselt. Linus Gechter jetzt neu in der Begegnung. Angepfiffen in Jena die zweiten 45 Minuten. Jena mit dem Ball erstmal nach hinten. Dann über links. Gleich im Vorwärtsgang. René Klingbeil seine Spieler nochmal richtig heiß gemacht. Haben wir hier mutig agiert gegen den Bundesliga-Absteiger. Ein Highlight für alle im Umfeld und natürlich auch für die noch junge Mannschaft von Carl Zeiss, die über die rechte Seite kommt mit Ken Gibson. Und da gibt es einen leichten Absprachefehler zwischen Richter und Gibson. Und dann hat die Hertha den Ball am Fuß mit Marco Richter, den Kapitän. Der chippt den Ball am Gegner vorbei, aber eben auch ins Seitenaus. Und deswegen Einwurf für die Hausherren. Über die rechte Seite Einwurf ausgeführt, ins Zentrum geworfen. Und da ist der Ball sofort weg. Berlin stellt gut zu. Richter im Zentrum mit dem Steckpass auf Fabian Reese. Der geht Richtung 16er, ist im 16er drin, legt den Ball ins Zentrum. Riesenmöglichkeit für die Hertha. Aber Jena ist da und kann den Ball auf der Linie klären. Palko Dardai zeigt an. Ein bisschen hat gefehlt. Mit beiden Fingerspitzen zeigt er das an. Und da kommt er bei dieser halbhohen Flanke im 5-Meter-Raum eben nicht dran. Da hat eine Stollenlänge gefehlt für Palko Dardai, der eine richtig gute Begegnung macht. Und hier fast auf 2:0 erhöhen konnte. Einwurf wird ausgeführt und da ist das Tor für die Hertha. Der Einwurf von der linken Seite springt nochmal auf im 16-Meter-Raum. Und wer hat's gemacht? Der neue Stürmer, Haris Tabakovic. Kaum sind 2 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Und jetzt steht's 2:0. Einwurf, 5 Meter Entfernung zur linken Eckfahne. Der springt
im 5-Meter-Raum auf. Alle fliegen vorbei und Tabakovic setzt den Fallrückzieher an. Und im Fallen, ja, da buxiert er den Ball über den herausgelaufenen Keeper, über Kevin Kunz ins Tor von Carl Zeiss. Also hier jetzt 2:0 für Hertha BSC. Das wird den Berlinern richtig gut tun. Noch rollt der Ball nicht in Reutlingen bei Balingen gegen den Bundesligisten, gegen den VfB Stuttgart. 3:0 ist der Halbzeitstand gewesen nach Treffern von Mio, Silas und Gerassi. Aber weil es hier in der ersten Halbzeit später losging, gibt es auch natürlich in den zweiten 45 Minuten geht's ein bisschen später los, denn die Halbzeit ist die Halbzeit. Und es ist so ein bisschen wie die Regeln sind. Die Regeln, da halten wir uns dran und da hält sich natürlich auch der DFB dran. Und noch sind die beiden Teams nicht zurück auf dem Platz. Aber wir haben gerade nochmal drauf geschaut auf die Highlights dieser ersten 45 Minuten. Und ja, Enzo Mio, wie gesagt, einer der Spieler dieses Spiels, einer von dem ich befürchte, vor allem der Schlussmann, der Balinger, Marcel Binanza, vielleicht heute Nacht keine besonders guten Träume haben wird. Denn Mio bei seinem Treffer ja unten links ins kurze Eck. Klar, das ist für einen Torwart immer richtig, richtig unangenehm, aber Mio hat auch die anderen beiden Treffer vorbereitet. Also der macht einen richtig guten Job für den VfB Stuttgart in dieser ersten Runde des DFB-Pokals. Hier wird noch nicht gespielt, hier rollt der Ball noch nicht. So langsam dürften die Teams jetzt zurück auf den Platz kommen und dann geht's hier gleich los. Aus dem Häuschen. 50. Spielminute, Tor für die Hertha. 3:0, Marco Richter zieht aus 6 Metern zentrale Position ab. Und ähnliche Situation wie beim 2:0. Weiter Einwurf von Fabian Reese. Der kommt durch eine Verlängerung per Kopf zu Marco Richter. Der Kapitän nimmt den Ball noch einmal an und hämmert das Ding aus Nahdistanz dann ins Tor und holt sich die Glückwünsche mit breitem Grinsen bei seinem Chefcoach dann ab. Er hatte es ja angesprochen. Marco Richter zerfetzt im Training, ja, zerschießt die Netze und im Pflichtspiel, da will es nicht gelingen, so zumindest in den ersten beiden Bundesliga-Partien. Und jetzt scheint sein Knoten geplatzt. 3:0 jetzt also für Hertha BSC bei Carl Zeiss Jena. Jena mit dem Ball auf der linken Seite. Wollen trotzdem weiter mutig mitspielen. Also an der Einstellung liegt es auf jeden Fall nicht bei der Mannschaft von René Klingbeil. Aber sie haben da eben zweimal unglücklich agiert bei diesen Einwürfen von Fabian Reese. Zu viel Platz gelassen. Und dann zeigt sich eben auch die Abschlussstärke bzw. die individuelle Klasse der Berliner. Reese wieder querlich über links, möchte da Palko Dardai mit einem hohen Ball im 16er erreichen. Der fliegt aber über die Torauslinie und somit gibt es Abstoß für Carl Zeiss Jena und Kevin Kunz, ihren Keeper. Spielaufbau über die rechte Seite. Lemmel legt den Ball an Serdar vorbei im Zentrum und Spielverlagerung auf links. Gut gemacht. Marcel Hoppe ist das. Über links bringt die Flanke rein aus dem Halbfeld. Aber rausgeköpft von der Berliner Hintermannschaft, genau auf den Fuß von Fabian Reese. Der nimmt Tempo auf, geht Richtung Zentrum und im Mittelkreis spielt er einen schönen Außenrissball auf Tabakovic, kriegt den Ball wieder zurück. Fabian Reese ist am 16-Meter-Raum, legt ihn nochmal quer und Tor! Und Tor! Das 4:0! Marco Richter macht einen Doppelpack und sorgt für die Vorentscheidung. In der 52. Spielminute hervorragender Angriff über Fabian Reese, der ein überragendes Spiel macht und die Hintermannschaft der Jena komplett hops nimmt. Doppelpass in der Zentrale. Fabian Reese wird in den 16er geschickt, halbrechte Position, legt ihn dann sehr schlau nochmal quer. Und Marco Richter braucht nur noch einschieben. Also jetzt 4:0 für die B.
Berliner, die 1500 mitgereisten Fans, komplett in Weiß, hüpfen im Gästeblock. Der VfB Stuttgart führt hier in gegen Balingen, gegen den Regionalligisten in Reutlingen weiter mit 3:0. Die Balinger jetzt in den zweiten 45 Minuten, zumindest zu Beginn dieser zweiten Halbzeit, etwas mutiger. Sie kombinieren ein kleines bisschen mehr und sind gerade etwas mutiger, was den Ballbesitz angeht, leisten sich aber weiterhin viele Fehlpässe, so wie gerade jetzt im zentralen Mittelfeld. Und jetzt macht der VfB ganz schnell, ganz schnell über Guirassy, der sieht Führig auf der linken Seite. Führig ist schon im Strafraum, sieht Karasor. Karasor legt nochmal mit der Hacke zurück, weil da zwei Balinger sind. Dann Endo. Endo in der Mitte, Guirassy, der fällt und zeigt sofort an. Der geht auf die Knie und beschwert sich und sagt, da bin ich gehalten worden. Aber ehrlicherweise ist mir das ein bisschen zu wenig. Guirassy, ein Riesentyp und eben auch ein ziemlich großer Typ. Und der fällt nicht so leicht. Deshalb würde ich sagen, kein Elfmeter. Und somit Freistoß. Das war ein Abseitstor für Jena. Über die rechte Seite haben sie sich clever durchgespielt. Aber da stand eben Ken Gibson einen Meter hinter der Viererkette der Berliner. Spielt den Ball dann zwar noch rein, der Pfiff ist längst ertönt. Und der Neue, der Benjamin Zank, hat den Ball dann zwar noch ins Tor geschoben, aber dieser Treffer zählt natürlich nicht. Ken Gibson stand deutlich im Abseits. Aber Jena hört nicht auf zu spielen. Wieder Zank in der zentralen Position. 10 Meter Entfernung zum gegnerischen 16er. Kann da aber den Ball nicht so richtig kontrollieren. Wird da unter Druck gesetzt. Der Ball geht zu Tjaak Ernst. Und der verlagert auf die linke Seite. Auf Fabian Reese. Immer noch Reese am Ball. Mit Tempo nach vorne in die gegnerische Hälfte hineingelaufen. Auf Marco Richter. Der legt rechts raus. Auf Palko Dardai. Der geht ins Tänzchen und Richtung Grundlinie. Zieht dann aber am Trikot des Gegners und deswegen gibt es Freistoß für Jena. Da hatte mal Joshua Endres, der Linksaußen, eigentlich Angreifer, hinten ausgeholfen. Und jetzt der Freistoß ausgeführt. Gerade die nächste gute Möglichkeit für den VfB Stuttgart gegen Balingen. Beim Stand von 3:0 gab es den Freistoß für den Bundesligisten. Pascal Stenzel, der durfte es mal machen, lupft den Ball über die Mauer drüber, lupft ihn allerdings auch über das Tor drüber. Deshalb kein Tor für den VfB Stuttgart gegen ein bisschen mutigere Balinger in dieser zweiten Halbzeit, die zumindest mehr Ballbesitz haben. Es kann natürlich auch am VfB Stuttgart liegen. Jetzt aber nutzt der VfB den nächsten Fehler über Mio. Mio will ihn querlegen auf Führig, behauptet sich hier nach dem Ballverlust, tunnelt dann wieder einen Balinger. Also ich befürchte fast, dass es da einige Kästen geben wird. Jetzt wird der Ball von Ito nach draußen gespielt, weil ein Balinger verletzt am Boden kniet. Der hält sich hier das linke Sprunggelenk. Kana Akaya ist das. Ja, auch einer, der schon lange bei den Balingern ist, hat hier im Zweikampf mit Endo, wenn ich es richtig sehe, genauso ist es. Ja, ein Schlag abgekriegt auf den linken Knöchel, kann aber weitergehen für den Mann, der ebenfalls beim VfB Stuttgart eine Vergangenheit hat. Der hat nämlich in der Jugend gespielt bei den Stuttgartern. Jetzt aber sieht er, wie die Stuttgarter schon wieder auf dem Weg zum Balinger Tor sind. Aber der Ball ging ein bisschen weit raus nach rechts und deshalb erst einmal rausgeflankt hier von den Balingern. Die kommen jetzt über die linke Seite, aber der VfB, der doppelt jetzt hier sogar gegen den Regionalligisten. Karasor und Stenzel sind das im Doppel gegen den Mann, der beste Torschütze ist bei den Balingern, gegen Jan Ferdinand. Der kann sich nicht behaupten, deshalb Ballbesitz VfB Stuttgart. Geht raus auf die linke Seite, jetzt kommen sie mit großen Schritten in der Zentrale. Guirassy auf Silas. Silas sieht in der Mitte Endo. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Es ist kein Stuttgarter. Es sind die Balinger. Die sind früher am Ball. Die waren jetzt hier mal den Moment schneller. Diese Schnelligkeit im Kopf, die fehlte ihnen in den ersten 45 Minuten ein bisschen. Jetzt aber sind sie da. Jonas Meiser hier gegen zwei wartet ein bisschen, dass die Kollegen mitkommen. Lupft den Ball jetzt nach vorne. Und dann, ja, dann gut gedacht, schlecht gemacht. Da war Moritz Kuhn auf dem Weg und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den Ball an die Hand bekommen. Bitter hier in der 52. Minute. Ja, überhaupt keine Absicht, aber er kontrolliert ihn mit dem linken Arm und dann, na klar, ist es ein Handspiel. Also dort schon abgepfiffen
Ball ruckzuck zurück und deshalb ist der VfB schon wieder im Strafraum. Mio mit einem Hackentrick, der landet aber erstmal bei den Balingern. Dann bei, wie soll es anders sein, Chris Führig. Führig an der Grundlinie, legt ihn mal in die Mitte und dachte sich, ich ziehe direkt ab, wenn ihr das kurze Eck nicht zumacht, versuche ich's. Aber diesmal war Marcel Binanza da. Jetzt spielen sie noch einmal zurück über Waldemar Anton und der Ball geht jetzt erst einmal raus. Aber die Stuttgarter, die krallen sich jetzt hier richtig fest rund um den Strafraum. Haben die Balinger tief, tief in die eigene Hälfte gedrängt, dass jetzt nach der ein bisschen mutigeren Phase zu Beginn der zweiten 45 Minuten jetzt eine komplette Druckphase des VfB Stuttgart. Jetzt können sich die Balinger im ersten Anlauf mal befreien, aber Enzo Miode ist schon wieder da, der erhöht den Druck, kommt aber hier ausnahmsweise mal nicht zum Zug. Moritz Kuhn über die rechte Seite, der sieht, dass da bei den Balingern Jonas Meiser mitgelaufen ist. Jetzt versuchen sie es, diese Hinterlauftaktik, das ist eine gute. Wenn der VfB Stuttgart nicht immer den Schritt schneller, den Moment wacher wäre, der Bundesligist in dieser Situation extrem abgeklärt. Gleich 54 Minuten gespielt in dieser Partie. Und es gab übrigens eben die Kritik von den Fans des VfB Stuttgart. Das kann ich euch erzählen, weil der VfB ausnahmsweise mal nicht in Strafraumnähe ist. Am neuen Trikotsponsor des VfB. Das ist ja, sagen wir mal, ein dem Glücksspiel nahestehender Sponsor. Und jetzt gibt's hier kurz den Pfiff nach einem Foul. Partie ganz kurz unterbrochen vom Schiedsrichter nach dem Foul an Führig. Ja, erst unten der Kontakt und dann oben nochmal schön den Trikottest gemacht von den Balingern. Und ja, da wissen sie sofort, wenn ich da mit beiden Händen den Kollegen am Kragen packe, dann ist es irgendeine andere Sportart. Aber Fußball ist es definitiv nicht. Also hier führt der VfB 3-0. 5-0 für die Hertha. Linus Gechter bringt die Flanke von der rechten Seite rein. Dann wird der Ball noch verlängert. Und da steht der gerade eingewechselte Filip Urebovic. Eigentlich Innenverteidiger, ist aber groß gewachsen und deswegen mit vorne bei diesem Standard. Und der nickt den Ball aus 4-5 Metern. Unhaltbar für Kevin Kunz dann in die Maschen. Also jetzt wird es doch sehr, sehr deutlich. Jena schafft es nicht, die Flanke zu unterbinden, dann nicht per Kopf zu klären. Und dann steht auch keiner bei Urebovic am eigenen Fünfer. Das 4-0 für den VfB Stuttgart ist fast so schön wie hier mancher anderer Treffer. Es ist der Kapitän, es ist Wataru Endo, der sich durch den Strafraum tanzt, den sie, glaube ich, weil sie sich so sehr auf Guirassy fokussiert haben, nicht so richtig im Blick haben. Und Wataru Endo, der tanzt sich wirklich durch den Strafraum und vollendet das Ding mit einem Tunnel des Keepers, mit einem Tunnel von Marcel Binanza. Und dann springt er hoch, bald beide Fäuste, der Mann, der für den VfB Stuttgart so unfassbar wichtig ist. Wataru Endo, der Kapitän, der in der vergangenen Woche übrigens bei der Pressekonferenz vor dieser Partie noch für einen Lacher sorgte. Denn sondern Trainer Sebastian Hoeneß, der sagt, ja, jetzt kann ich es ja verraten, wer endlich Kapitän ist. Ja, Endo ist und bleibt Kapitän und vorbereitet von Guirassy das Ding übrigens. Also 4-0 führt der VfB Stuttgart hier. Und das hat er fantastisch gemacht. Übrigens 4 unterschiedliche Torschützen in dieser Partie bisher. Und jetzt sind sie da. Die Fans des VfB Stuttgart. Könnt ihr hören im Hintergrund. Wir haben die ohnehin schon die ganze Zeit gehört. Die sind enorm stark vertreten. Na klar, 5000 sind hier mit dabei. Und die sehen, dass ihr Team schon wiederkommt. Guirassy legt nochmal in die Zentrale. Jetzt ist es Ito! Und der prüft Binanza, der kann ihn zur Seite lenken. Nachschuss. Erst einmal abgelenkt, aber dann ist es Führig. Der legt ihn sich nochmal quer. Nochmal Führig. Führig übers Tor! Und der hätte sich belohnen können, Chris Führig. Da muss er selber ein bisschen lachen, klatscht in die Hände und zeigt den Kollegen nochmal Daumen hoch. Tolles Zuspiel, toller Doppelpass in dieser Situation. Chris Führig wird hier bedient von Enzo Mio. Ja,
und bleibt dann, ja, der Verlierer, das klingt ein bisschen hart, im Duell mit Marcel Binanza, mit dem Schlussmann ganz im blauen Dress, der Balinger. Aber richtig, richtig gut gelöst vom Mann, der hier für so viel Alarm gesorgt hat über die linke Seite, gerade auch in den ersten 45 Minuten, Chris Führig. Ja, vielleicht auch ein bisschen einer der unterschätzten Profis beim VfB Stuttgart. Und der VfB jetzt beim Stand von 4:0, ja, tatsächlich richtig, 4:0 in dieser Pokalpartie, kommt schon wieder über die linke Seite. Jetzt haben sie viel Platz, jetzt übrigens auch die Defensivketten der Balinger bisweilen etwas löchriger, mehr aufgebrochen. Jetzt ist es Girassi, der wollte schon wieder Endo bedienen, aber da rechts ist ja noch Silas. Silas gegen einen, gegen zwei, dreht sich nochmal um die eigene Achse, merkt jetzt, ah, komme ich vielleicht eventuell nicht durch, legt nochmal quer auf Mio auf Stenzel und jetzt, ja, lassen sie den Ball noch mal ein bisschen raus aus dem Strafraum. Da ist es Girassi, der legt rüber auf Führig. Führig treibt in Richtung Strafraumgrenze, zieht einfach mal ab. Abgeblockt, zweiter Ball, dann auf Stenzel. Stenzel gibt ihn rüber zu Silas und der hat ja gar keinen Stress. Das ist ja heute eher so ein gemütlicher Typ. Silas passt sich hier an, an die sommerlichen Temperaturen, legt ihn jetzt nochmal zurück. Also ganz viel Tempo sehen wir hier schon wieder von Chris Führig. Führig legt ihn rüber auf Ito. Ito mit dem Flachpassspiel, aber der landet dann bei einem Balinger. Ito sitzt hier noch kurz am Boden. Schiri Kamka checkt, hat er sich da wehgetan? Nee, alles in Ordnung, kann weitergehen für den Japaner. Die Stuttgarter legen raus über die linke Seite. Mio, der fällt im Strafraum, der beschwert sich auch. Aus meiner Sicht allerdings kein strafwürdiges Foul und deshalb Ball weit und lang rausgetrieben. Und jetzt dachten die Balinger, da ist sie vielleicht, die Möglichkeit, wir kommen mal. Und dann waren die Stuttgarter schon wieder den einen Schritt schneller, den einen Moment wacher. Und Robert Kamka, der geht nochmal in die Kommunikation mit Mio, während wir diese Szene hier eben noch einmal sehen. Also auch in der ersten Review, im ersten, ja, Wiederholungsbild sozusagen, ist der Ball da nicht nur weit weg, sondern es ist auch kein Foul und deshalb alles gut und alles richtig entschieden in dieser Situation vom Schiedsrichter. Das Spiel jetzt mit ein bisschen weniger Flow, das ist auch verständlich, gleich eine Stunde gespielt. TSG Balingen Fußball, so heißt es korrekt, gegen den VfB Stuttgart. Aktuell steht es 4:0 für den Bundesligisten. Letzter Treffer gerade eben, 55. Minute. Wataru Endo, der Kapitän, der das richtig, richtig gut gemacht hat. Und der kommt jetzt schon wieder. Nächstes Zuspiel auf Chris Führig, auf den alles Spieler hier heute beim VfB Stuttgart. Der könnte es direkt versuchen an der Strafraumgrenze, legt ihn sich auf den rechten Fuß, sieht dann aber Enzo Mio, der mal wieder mitgegangen ist. Legen sie ihn rüber auf die linke Seite. Ja, da muss der Xhiri aufpassen. Kamka steht da kurz im Weg und er springt da gerade noch hoch, damit er hier niemanden, ja, irritiert und auch den Ball nicht ablenkt. Und dann landet der Ball beim Keeper, der Balinger. Und der schlägt ihn weit nach vorne. Marcel Binanza, genannt Gigi. Der Mann, der, ja, den Spitznamen in Richtung Buffon hat, aber heute noch nicht ganz so italienisch gehalten hat. 0:4. So spielen sie den Ball hinten rum. 65 Minuten sind hier gespielt in Jena. Immer noch 5:0 für die Berliner. Und Jena hat den Ball am Fuß. Sie wollen sich nochmal belohnen. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Sie wollen irgendwie zumindest einen Ehrentreffer machen. In der ersten Begegnung haben sie mir sehr gut gefallen. Haben nicht nachgelassen, wenig zugelassen. Und jetzt im zweiten Durchgang zeigt die alte Dame aus Berlin eben die Kaltschnäuzigkeit, die in den letzten Wochen so gefehlt hat. Die letzte Konsequenz, aufgepasst. Abschlussmöglichkeit für Benjamin Zank, für Jena vom 16er. Aber da ist Jörg Ernst da. Guter Flachschuss vom 16er. Flach unten links platziert von Benjamin Zank mit dem rechten Fuß. Und da muss sich Jörg Ernst mal richtig lang machen und fischt den Ball so noch raus. Es gibt Eckball für Jena. Der kommt mit Zug zum Tor im 5-Meter-Raum runter. Kopfball von
Wer war's? Ken Gibson war's. Steigt da hoch, aber drückt den Ball deutlich über den Kasten von Tjaak Ernst, der sich damit eben auch mal auszeichnen konnte, eben bei dem Schuss von Benjamin Zank. So besonders viel kam ja nicht direkt auf seinen Kasten. Berlins neue Nummer 1. Fehler im Spielaufbau bei den Berlinern. Muyomo mit dem Abschluss vom linken Strafraumeck. Aber zu zentral. Halb hoch auf Tjaak Ernst, der da dem Ball 3-4 Schritte entgegenkommt und ihn mit beiden Händen begräbt an seiner Brust. Also die Berliner ein bisschen fahrlässig jetzt hinten beim Spielaufbau. Und Jena, ja, die drücken zumindest mal auf diesen einen Treffer. Und wollen hier diesen einen Lucky Punch vielleicht ja gegen den Zweitligisten noch erzielen. Weiter Ball von Hoppe auf Jan Dahlke. In die Sturmspitze gespielt, dann gute Verlagerung auf Ken Gibson, den Rechtsverteidiger. Der bringt die Flanke mal rein auf den Elfmeterpunkt, aber da ist Filip Uremović und kann den Ball ins Seitenaus klären. Ein bisschen weniger Flow ist in dieser Partie. Gute Stunde gespielt, TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart, und die Stuttgarter führen weiterhin mit 4:0. Jetzt ist gerade Enzo Mio ein bisschen angeschlagen bei den Stuttgartern vom Platz gegangen. Für ihn neu in der Partie ist, sind ja zwei Neuzugänge, nicht für einen, sondern ja, Jong und Jamie Leveling sind neu in der Partie. Pascal Stenzel und Enzo Mio dürften raus sein. Und wir schauen auf den VfB, der schon wiederkommt. Gerassi! Und dann der Abschluss aus der Distanz. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal korrigieren, weil es nicht Stenzel, sondern der dann Axel Sagadou war, der hier rausgegangen ist. Aber Stenzel hat da, glaube ich, ja, der war kurz da. Der hat kurz Input gegeben und wollte, glaube ich, die zwei Neuen auf dem Platz ein bisschen motivieren. Das klappt im Bestfall ganz gut. Der Bundesligist lässt hier überhaupt nichts anbrennen. Ist hier zumindest aktuell nicht in der Gefahr zu stolpern in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und das sorgt jetzt spätestens bei den VfB-Fans für richtig, richtig gute Stimmung. Die haben jetzt hier in Sachen Wechselgesänge schon einiges, ja, abgefeuert. Und jetzt gibt's eine Ecke für den VfB Stuttgart, gerade rausgeholt von dem Mann, der von Union Berlin kam, von Jamie Leveling, der sich ein bisschen mehr Einsatzzeit erhofft mit seinem, ja, mit seinem Spiel beim VfB Stuttgart im Vergleich zum Champions-Ligisten, der ja morgen in Walldorf am Start ist, im DFB-Pokal. Ecke, Pascal Stenzel hebt beide Arme, Balkon kommen, tut er auch, kommt in die Mitte, wird verlängert, da kriegen sie ihn nicht unter Kontrolle, die Balinger verlängern ihn aber erstmal weit nach draußen, denn lang und weit bringt Sicherheit, das ist auch manchmal beim Eckenklären das Motto. Stenzel jetzt über die rechte Seite, sieht da Waldemar Anton und jetzt versuchen sie es schnell zu machen. Über Karasor, Silas war da gestartet, aber der kommt nicht mehr dran. Und jetzt ist es wieder Karasor in der Zentrale. Der legt nochmal zurück auf Ito. Der hatte sich ja hier eben ein bisschen wehgetan, aber kann weitergehen für ihn. Also alles gut, auch mit Blick auf die, ja, angeschlagenen Spieler des VfB. Jetzt sind sie schon wieder im Strafraum. Das ist Leveling, der versucht es schnell zu machen, lupft ihn an den zweiten Pfosten. Da ist Endo, aber der kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Vor allem kriegt er ihn dann doch unter Kontrolle, aber der Ball schon über der Grundlinie. Deshalb der Pfiff und deshalb der Abschlag für den Keeper. Der gibt ihn, das haben wir in dieser ersten, in der guten ersten Stunde, 66 Minuten gespielt. Ja, schon ein paar Mal gesehen an seinen Kapitän Walter, an Matthias Schmitz, der ihn rüberlegt. Und jetzt versuchen sie, das Tempo mal zu erhöhen. Aber den Balingen fehlt im Vergleich zum VfB Stuttgart einiges an technischer und taktischer Versiertheit. Die kriegen das nicht richtig unter Kontrolle. Und in dem Moment, wo ich das sage, macht das der Kapitän, macht das Matthias Schmidt super schön, legt den Ball lang und weit nach draußen. Aber auch das gut gelöst, toll den Ball oben gehalten, aber eben nicht nachhaltig unter Kontrolle. Und deshalb kommt der VfB Stuttgart wieder über Leveling, über die rechte Seite. Der hat nochmal zurückgelegt
Doppelpass jetzt hier mit Stenzel, rutscht hier aus, aber da ist Endo, der hilft. Na klar, der ist da. Endo auf Jong. Jong in der Mitte sucht jetzt hier so ein bisschen seinen Platz in dieser Partie und findet ihn gerade nicht so richtig. Aber die Balinger finden mal das Spielgerät, können es aber nicht unter Kontrolle bringen. Das ist jetzt ein bisschen Ping-Pong hier rund um den Mittelkreis. Auch weil Jonas Meiser, der Balinger, hier den Fuß ein bisschen arg hoch hat. Aber genau, weil Jong noch dran war und den Fuß drüber gehalten hat, gibt es den Freistoß für die Balinger. Schnell ausgeführt. Es gibt den Einwurf von der rechten Seite, weil der auch wieder nicht besonders kontrolliert war. Und Stenzel, der sucht jetzt hier die Anspielstation. Der schaut, wer ist denn da? Leveling ist mitgelaufen. Und sie spielen den Ball nochmal über ganz hinten. Der geht nochmal zurück. Und dann ist es Carasor auf der linken Seite. Und jetzt ist Jong da. Jong im Strafraum. Abgeblockt. Der Ball im Seitenhaus. Noch nicht richtig geklärt, die Ecke für die Berliner von der rechten Seite. Jena tut sich schwer, den Ball zu klären. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, den Ball rauszuschlagen. Dicke, dicke Möglichkeit, eben in der 74. Spielminute für Palko Dardai auf 6:0 zu stellen. Da kommt eine Flanke vom linken Strafraumeck von Fabian Reese, der ein überragendes Spiel macht. Der auffälligste Berliner meiner Meinung nach. Flankt den Ball mit dem rechten Fuß aufs lange Eck und da steht eben Palko Dardai viel zu frei und köpft den Ball aus 5 Metern auf den Kasten und Kevin Kunz, ja, der kriegt die rechte Pranke gerade noch so hoch und konnte den Ball eben zum beschriebenen Eckball klären. Also das hätte durchaus das 6:0 sein können, vielleicht sogar auch sein müssen durch Palko Dardai. Die Berliner wieder über die rechte Seite, diesmal Striezel und Co. aufmerksam, können den Ball über die Seitenauslinie spielen. Kenny, der Rechtsverteidiger, hat sich den Ball geschnappt, wird ausführen, diesen Einwurf für die Berliner. Direkt vor der Bank von René Klingbeil, dem Coach von Carl Zeiss Jena, der da mit verschränkten Armen vor der Brust steht. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt, obwohl er natürlich wusste, er hat ja auch gesagt, wenn wir 10-mal gegen die Hertha spielen, verlieren wir 9-mal. Wir haben keine Chance und genau die wollen wir nutzen. Und so sind sie auch reingegangen, haben gut mitgehalten die ersten 45 Minuten. Und in der im zweiten Durchgang sind sie dann so ein bisschen auseinandergefallen. Ging es oft zu einfach für die Berliner. Jetzt gibt es noch eine gelbe Karte für Linus Gechter. Die Laie aus Braunschweig bei den Berlinern zieht da zu sehr am Trikot, sehr offensichtlich. Und deswegen gibt es da völlig zu Recht die gelbe Karte vom unparteiischen Florian Heft. Und es gibt die Möglichkeit für Jena, durch einen Standard vielleicht zu diesem einen Treffer zu kommen. Von der linken Seite, linkes Halbfeld. Das sind 15 Meter zum linken 16er Eck. Da gibt es ein bisschen Gewusel und Diskussionsbedarf im 16-Meter-Raum, beziehungsweise am 16-Meter-Raum. Flanke kommt rein von Lemmel mit Zug zum Tor auf den Elfmeterpunkt, fliegt durch. Und dann wird der Ball gerade so geklärt von Uremovic. Hochkant über das Tor. Es gibt den nächsten Standard für Jena von der linken Seite. Da hat sich Lemmel sofort die Kugel wieder geschnappt, wie bei diesem Freistoß. Er mit dem rechten Fuß mit Zug zum Tor wird der Ball also gleich reinfliegen. Geschubse und Gezuppel am 5-Meter-Raum. Lemmel bringt die Flanke rein in den Fünfer. Der wird immer länger und da ist das Tor. Nein, ist es nicht. Latte, immer noch nicht geklärt. Pfosten. Doppeltes Aluminium-Pech für Carl Zeiss Jena. Erst der Kopfball an die. Dann der Nachschuss durch Finn Kleschetski an den linken Pfosten. Ken Gibson steht quasi auf der Linie und köpft den Ball noch an die Latte. Der springt raus, kommt zu Finn Kleschetski, den Innenverteidiger. Und der nimmt den Dropkick und hämmert das Ding an den linken Innenpfosten und von dort springt der Ball raus. Also das hätte durchaus das 6:1 beziehungsweise das 1:6 sein müssen. Da habe ich mich jetzt vertan.
Der Regionalligist TSG Balingen wehrt sich hier mit allem, was geht, gegen die Niederlage, gegen die drohende Niederlage. 0:4 führt der Bundesligist, führt der VfB Stuttgart. Hier gut 72 Minuten gespielt in dieser Partie. Und die Balinger, ja, die wollen nochmal. Die haben Bock, das sehen wir durchaus, aber es fehlt ihnen die Präzision. Es fehlt ihnen die taktische Klarheit in ihren Aktionen. Und deshalb gab es eben schon wieder die nächste gute Möglichkeit für den VfB Stuttgart. Jetzt die Balinger mal mit dem langen, weiten Ball nach draußen. Aber da hat Alexander Nübel aufgepasst. Der ist rausgekommen aus seinem Kasten. Der Torhüter des VfB Stuttgart, die neue Nummer 1 der Stuttgarter. Auch wenn er die 33 trägt, also der Mann, der zumindest für den Pokal und für den Beginn in der Bundesliga vom Trainer von Sebastian Hoeneß die Startelf-Garantie bekommen hat. Der sagt, er hat eine unglaubliche Ruhe, der strahlt eine unglaubliche Klarheit aus. Und all das kann ich euch erzählen, weil der Ball jetzt hier gerade im Mittelfeld so ein bisschen rumtrudelt. Also die Partie verliert ein bisschen an Tempo. Der VfB mit Spielaufbau über die rechte Seite mit einem der Neuzugänge, der eben reingekommen ist, Jamie Leveling. Der fordert immer wieder den Ball, ist ja von Union Berlin gekommen, will mehr spielen als bei dem Team, das jetzt in der Champions League spielt, will beim VfB ein bisschen Spielpraxis auch kriegen und holt die sich auch hier in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auch die Balinger haben eben gewechselt, spielen jetzt wieder über die linke Seite. Jonas Meiser, einer, der schon von Beginn an dabei ist, aber eben das Zuspiel von Pedro Moraes, der ja ebenfalls Stuttgarter Vergangenheit hat, der Portugiese. Und der hat den Ball aber nicht präzise genug gespielt. Ball jetzt wieder beim VfB Stuttgart und der kommt über Karasor. Karasor mit dem versuchten Schnittstellenpass auf Gerasi und der ärgert sich, weil die Balinger hier aufgepasst haben, weil Jonas Vogler vor ihm am Ball war. Der ahnte schon, dass diese Schnittstellenpässe, die der VfB jetzt ja hier auch nicht das erste Mal spielt, in der Schlussphase dieser Partie, dass das eine Idee sein könnte. Ball trudelt ins rechte Seiten aus und es gibt den Einwurf von der Seite und beim VfB, da machen sich noch zwei ganz junge bereit, hier eingewechselt zu werden, aber auf die schauen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal auf den Einwurf, schnell ausgeführt. Leveling wird hier zugestellt auf der rechten Außenbahn, muss zurückspielen über Pascal Stenzel und auch Stenzel weiß, ja, jetzt haben wir hier Platz, jetzt haben wir Raum, Sagadou ist das. Er treibt den Ball raus über die rechte Seite, aber jetzt waren sie den Schritt schneller, die Balinger, Adrian Müller legt ihn da zurück auf den Keeper, aber sie wirken bisweilen ein bisschen überrascht, wenn sie den Ball haben. Fast schon, ja, irritiert davon und dann gibt's den nächsten Fehlpass und sie Glück, dass die Stuttgarter den hier prallen lassen. Und jetzt gibt's das Foul auf der linken Außenbahn. Das war einer der Neuen, der in die Partie gekommen ist, Walter Wegelin, einer von drei eingewechselten Spielern bei den Balingern. Und jetzt steht der nächste Wechsel beim VfB Stuttgart an, beim Stand von 0:4. Knapp 10 Minuten sind hier noch zu spielen im Ernst-Appe Sportfeld. Vor knapp 12.000 Zuschauer. Überragende Fußballatmosphäre. Wir haben viele Tore gesehen. Jena hat aber trotzdem nicht aufgehört zu spielen. Eben doppeltes Aluminiumpech. Das hätte durchaus das 5:1 sein müssen. Erst Ken Gibson an die Latte und dann Kleschetski, der Innenverteidiger, mit einem Dropkick aus 10 Metern an den Innenpfosten, von wo der Ball dann rausfliegt aus der Gefahrenzone. Also diesen Treffer hätte sich der Regionalligist auf jeden Fall verdient. Auch wenn hier die Hertha aus Berlin klar die bessere Mannschaft war und auch immer noch ist. Die lassen es natürlich jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Stören nicht mehr so früh. Haben ein bisschen Tempo rausgenommen. Soll sich ja auch heute keiner verletzen. Am Samstag geht es dann nämlich weiter. Um 20.30 Uhr gegen den HSV. Und wie alle Spiele in der ersten und zweiten Liga, alles in der Sportschau-App komplett live zu hören. Jetzt gab es eine Unterbrechung, weil Lemmel da zu spät kam mit seiner Grätsche. Freistoß wird es geben
für die Berliner. Lemmel holt sich dafür auch noch die gelbe Karte ab. Und der Berliner muss da kurz behandelt werden, liegt da auf dem Bauch. Das ist Pascal Clemens. Wobei es jetzt auch ein bisschen aussieht, als würde er gedehnt. Wegen eines Krampfes in beiden Beinen. Hat das jetzt was mit der Grätsche zu tun? Oder vielleicht mit der Müdigkeit so früh in dieser Saison? 83 Minuten ist er jetzt schon auf dem Platz. Wird da von zwei Physiotherapeuten bzw. Mitarbeitern der medizinischen Abteilung gedehnt. Liegt immer noch auf dem Boden. Und so lange ist diese Begegnung hier erstmal unterbrochen in der 84. Spielminute. Also kurze Pause in Jena. Also es wird zunehmend ungemütlich in Reutlingen bei Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und das liegt nicht am Stand von 4:0 für den Bundesligisten, sondern an einer Unwetterwarnung, an einsetzendem Regen. Und da an der Tatsache, dass nur eine von vier Tribünen überdacht ist. Und ja, wenn es denn hier richtig ungemütlich wird, ist das zumindest nicht ganz ungefährlich. Die Balinger Spieler davon aber unbeeindruckt. Die wollen nochmal spielen, den Schnittstellenpass jetzt nach vorne. Aber da haben die Stuttgarter aufgepasst, waren hier extrem aufmerksam, wie überhaupt die ganze Partie über die linke Seite. Und jetzt ist es Jong, der Neuzugang vom SC Freiburg, der selber gesagt hat, ich spreche gar nicht so wahnsinnig gut Englisch. Die anderen sprechen nicht so wahnsinnig gut Koreanisch, aber das geht schon ganz gut. Hände, Füße, das hat er in einem Interview verraten. Und die Sprache des Fußballs ist ja eh nochmal eine ganz eigene. Jetzt der Ball an der Strafraumgrenze, aber da kommen sie nicht mehr dran. Und deshalb dürfte es gleich die nächste Ecke geben. Und jetzt wird sich nochmal kurz sortiert und jetzt ist auch nicht mehr der Verdacht, ob es noch ein bisschen regnet. Jetzt schüttet es in Reutlingen. Jetzt ist das auch an der Eckfahne gut zu erkennen. Die steht im Wind. Es wird ungemütlich. Es wird ungemütlich, aber ein bisschen was ist dann hier doch noch auf der Uhr. Und da wäre er fast gewesen. Der fünfte Treffer. Der erste Treffer für Leveling in einem Pflichtspiel für den VfB Stuttgart. Und jetzt schalten die Balinger nochmal um. Deshalb wird es hier laut im strömenden Regen von Reutlingen. Kommt Seger über die linke Seite. Aber Ito ist da, der stoppt ihn. Der hat sich das so einen ganz kleinen Moment angeguckt, was da los ist auf der linken Außenbahn. Und sich dann gedacht, ja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann stoppe ich den kurz. Genau das hat er gemacht, hat gut funktioniert. Der VfB Stuttgart schon wieder in Strafraumnähe. Und ja, jetzt sind noch gut 10 Minuten auf der Uhr hier in Reutlingen und jetzt wird's zusehends ungemütlich. Also wenn ihr das gerade irgendwo im Warmen, im Gemütlichen, vielleicht auch im sicheren Auto anhört, dann lasst euch gesagt sein, große schwarze Wolken, riesige Regentropfen über Reutlingen und auch ja, ein strammer Wind und die Fans des VfB Stuttgart auf der Gegengeraden, die werden auf jeden Fall gerade richtig nass, aber sie scheinen davon komplett unbeeindruckt beim Stand von 4:0 im DFB-Pokal für ihre Mannschaft. Also ein paar sind schon gegangen, aber alle anderen feiern das hier. VfB Stuttgart führt gegen Balingen mit 4:0. 4 Minuten sind noch zu gehen hier in Jena und Dietana, sie hören doch noch nicht ganz auf zu spielen. Rehse wieder über die linke Seite, wieder mit einer Flanke, der kommt durch und Kenny zieht mal ab vom Strafraum-Eck, vom rechten Strafraum-Eck, der Ball aber deutlich über den Kasten vom Rechtsverteidiger. Weiterhin 5:0 für die Hertha aus Berlin. Das könnte so ein Knotenlöser gewesen sein, auch für die Zweitligasaison. Kommenden Samstag geht's ja eben weiter bei einem richtigen Knaller um 20.30 Uhr gegen den HSV. Und dafür haben die sich aber mal so richtig warm geschossen. Dardai in der 6. Minute mit dem 1:0
Tabakovic in der 47. Ganz kurz unterbrochen, weil hier der Ball reinfliegt. Jena spielt den Ball aus dem Halbfeld mal in den 16 Meter rauf. Dahlke, aber Berlin kann den Ball klären. Dann in der 49. Marco Richter, 52. Spielminute, dann sein Doppelpack. Und in der 59., also eine knappe Stunde, haben sie für die Fünftrepper gebraucht, war es der eingewechselte Filip Uremovic, der den Ball jetzt gerade rechts rausspielt auf den Rechtsverteidiger Kenny. Und so nehmen sie ein bisschen Zeit von der Uhr, spielen hinten rum. 88. Spielminute über links Jeremy Dudziak, der mit Fabian Reese für viel Trubel gesorgt hat auf der linken Angriffsseite. Fehlpass im Zentrum. Jena mit dem Ball am Fuß. Jan Dahlke, Mittelstürmer, nimmt den Ball, dreht sich einmal um die eigene Achse, spielt ihn aber dann zurück auf Höhe der Mittellinie zu Halili, den Libero bzw. ja, zentral positionierten Innenverteidiger. Der rechts raus und somit ist diese kleine, kleine Chance für den nächsten Angriff für Jena erstmal verpufft, spielen ganz zurück zum eigenen Keeper, dann auf Striezel auf Höhe der Mittellinie über links im Doppelpack, im Doppelpass mit Lukas Lemmel. Jetzt vielleicht nochmal mit Löder, mit dem Hackentrick auf Muyomo, der ist schnell, aber die Hintermannschaft der Berliner gut aufgepasst. Vielleicht geht es ja auf der anderen Seite weiter. Reese für die Berliner auf der linken Seite, wieder mit dem Ball am Fuß, soll da geschickt werden, aber der Ball geht genau in die Hintermannschaft der Jena, in den Fuß. Und somit plätschern so die letzten Minuten dahin. Striezel nochmal, der Innenverteidiger und Kapitän für Jena, mit 10, 15 Metern Raumgewinn, geht über die Mittellinie drüber. Kurzpassspiel, Dreiecksspiel jetzt über die linke Seite. Lemmel im Zentrum, nimmt links außen nochmal Kleschetski mit. Der könnte jetzt reinflanken und es wird immerhin nochmal einen Eckball geben für Carl Zeiss Jena, für den Regionalligisten. Und diese Klärungsaktion, die war richtig schmerzhaft für Linus Gechter. Bekommt den Ball da einmal komplett zwischen die Beine, da wo es beim Mann eben besonders weh tut. Bleibt da kurz liegen, muss sich kurz schütteln. Zuppelt sich da nochmal zurecht und geht an Position für diesen, ja, vielleicht letzten Eckball in dieser Begegnung. Von der linken Seite wird er reinkommen, von Lemmel, also mit Zug zum Tor. Kommt halb hoch rein und wird rausgeköpft vom Fünfer. Löder mit der Nachschussmöglichkeit aus 20 Metern wird auch abgeblockt. Kunz, der Keeper der Jena, steht jetzt im Mittelkreis, wird nicht angelaufen. Sah so aus, als würde er den gleich wieder vorschlagen. Muyomo täuscht es auch nur an. Also so spielt Jena die Zeit jetzt selbst runter, oder geht nochmal was über die rechte Seite. Nehmen das Tempo wieder raus. Muyomo über rechts. Berlin wartet hinten und jetzt nimmt Florian Heft die Pfeife in den Mund und es ist vorbei. Hertha BSC gewinnt 5:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena durch die Treffer von Dardai, Tabakovic, Doppelpack Richter und Uremovic und steht in der zweiten Runde im DFB-Pokal. Jena ist damit. 5 Minuten regulär sind noch im strömenden Regen von Reutlingen auf der Uhr zwischen Balingen und dem VfB Stuttgart. Ecke für die Balinger beim Stand von 0:4. Die kommt in die Zentrale und dann köpfen sie den Ball selbst übers Tor aus, ja, über die Linie und deshalb komplett ungefährlich. Eine der wenigen Standardsituationen für den Regionalligisten. Und gerade gab es nochmal den Wechsel beim VfB Stuttgart. Roberto Massimo ist neu in der Partie und Atakan Karasor, der ist raus, der darf jetzt Platz nehmen hier auf der Bank. Und die Bank übrigens, die hat ein Dach. Dafür haben nicht alle Tribünen in Reutlingen ein Dach, was dazu führt, dass jetzt schon ein paar Leute gehen, denn es gibt eine Gewitterwarnung, es sind riesige schwarze Wolken am Himmel. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt hier die ganz großen Tropfen vom Himmel gibt. Jetzt kommen die Balinger nochmal nach einem vermeintlichen Foul im Mittelfeld, zumindest beschweren sich da die Spieler des VfB Stuttgart an Leveling, aber Kamka, der war direkt daneben und sagt, alles fair gelaufen, alles in Ordnung. Und deshalb
geht's hier direkt weiter. Bällchen rollt schon wieder. Die Balinger diesmal aufgepasst, sind jetzt auch in ihrer Viererkette wieder sortiert. Da haben wir ja Auflösungserscheinungen in den zweiten 45 Minuten bisweilen gesehen. Aber sind jetzt ein bisschen sortiert. Da verlieren den Ball trotzdem an den VfB Stuttgart. Das ist Waldemar Anton, der ein bisschen anzeigt. So richtig viele Anspielstationen habe ich hier gerade nicht. Es regnet weiter in Strömen, in Reutlingen. Und dann ist es Jong, der mal den Schritt mehr macht. Massimo auf der rechten Seite gerade eingewechselt. Dann suchen sie Leveling, auch einer von den Neuen. Legen sie wieder rüber auf Jong. Jetzt spielt sie so ein bisschen das Spiel. Ja, einmal rum um die Strafraumgrenze. Das erinnert gerade ein bisschen an Handball. So ein bisschen hier rum. Wer will noch mal? Wer war noch nicht im Strafraum? Massimo zum Beispiel. Richtig, der hat jetzt auch den Ball, wenn wir es richtig gesehen haben, hat es übrigens gerade einmal geblitzt in Reutlingen. Also jetzt geht es, glaube ich, in die Richtung, dass es tatsächlich nicht so ganz ungefährlich ist. Die Frage ist, wie viel gibt es obendrauf? 2 Minuten regulär noch auf der Uhr. Und dann gehe ich fast davon aus, dass der Schiedsrichter das Robert Kamka nicht ganz so spät abpfeift. Ein Tor in den zweiten 45 Minuten. Aber ansonsten sehr faire Partie. Wenig Unterbrechungen, wenig Verletzungsunterbrechungen. Jetzt kommt der VfB Stuttgart nochmal mit Leveling. Und dann über die linke Seite der Abschluss von Stenzel, der den da vorbeilegt am Tor des am Tor der Balinger, so muss es heißen. Und jetzt beschwert sich Marcel Binanzer dann mal. Der zeigt irgendwie eine 4 und sagt, ey, das ist jetzt das vierte Mal, dass sie mich so im Stich lassen. Zumindest deute ich genau das, was er da macht, so. Und viele Fans hier im Stadion haben sich jetzt die großen, die dicken Regenjacken übergestülpt. Auch die Kameras sind inzwischen geschützt, zumindest ja mit Plastiküberzügen. Aber gerade der Kollege, der hinterm Tor auf dem Kran steht, also das, was bei euch beim Fernsehbild immer das Bild hinter dem Tor ist, für den ist es da oben jetzt ganz sicher richtig, richtig ungemütlich. Also regulär 1 Minute noch auf der Uhr. Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und klar ist, dass die Balinger sich hier in der ersten Runde beim ersten Mal im DFB-Pokal gut teuer verkauft haben. Die haben sich nach Kräften bemüht, aber der VfB, der war enorm konsequent, hat seine Chancen genutzt, hätte vielleicht sogar, auch wenn der Ball noch rollt, noch höher gewinnen können als 4:0. Denn wir gehen jetzt mal davon aus, dass da nicht mehr ganz so viel passiert. Leveling kommt jetzt über die rechte Seite. Jetzt gab es nochmal das Foul in der zentralen Position an dem Kapitän, an Endo. Und die Fans des VfB Stuttgart, die machen da jetzt so ein bisschen so einen kleinen Regentanz draus. Die machen das Beste daraus, was sie eben ja hier Möglichkeiten haben. Jetzt gibt es einen Flitzer auf dem Platz, der will hier kurz mal Massimo herzen. Der herzt jetzt die VfB-Spieler und Leveling, der muss ehrlicherweise lachen. Der nimmt ihn kurz in den Arm und die Ordner scheint das gerade gar nicht zu hören. Ist extrem witzig. Zumindest bis zu dem Punkt, wo er jetzt bei den Balinger-Spielern kommt. Jetzt ist auch die Security am Start und dieser Flitzer, der will jetzt allen mal freundlich Hallo sagen, ist offensichtlich ein komplett, zumindest wenn wir das aus der Ferne richtig beobachten können, ungefährlicher Typ. Also hier nochmal die ganz, ganz kurze Verzögerung im Spiel. Heute war ein bisschen was Kurioses dabei und dann ist Schluss. Der VfB Stuttgart bezwingt die TSG Balingen Fußball mit 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals und ist damit weiter. Und wir sagen Chapeau an den Regionalligisten aus Balingen und wünschen euch noch einen schönen DFB-Pokal Nachmittag. Sportschau live. Das war die zweite Halbzeit. Das war der Auftakt in diesen XXL-Samstag hier bei Sportschau Live. Es geht nämlich auch direkt weiter bei uns mit 6 Spielen, die es heute parallel gibt, entweder in der Konferenz oder natürlich auch jedes Spiel als Einzelspiel, die erste Runde des DFB-Pokals, also auch hier bei uns, da verpasst ihr nichts. Kommt gerne rüber in den anderen Stream, da gibt's dann wirklich Fußball pur hier bei uns und das den ganzen Tag bis in den späten Abend hinein. Ganz am Schluss haben wir dann noch den Supercup Bayern gegen Leipzig. Das ist also unser Programm heute. Ich bin Lisa Tellers, wünsche euch jetzt noch einen entspannten Samstagnachmittag und ich würde sagen, wir hören uns. Alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live und in voller Länge. Nur bei der Sportschau.